aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass Sie bei uns sind. Freuen sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Sein Bekennermut und seine Kantigkeit werden viele von Ihnen vermisst haben. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute Abend bei uns ist. Ein ganz seltener Talkshow-Gast. Herzlich willkommen, Otto Schily. Ihre Band ist ein Phänomen, denn sie haben es tatsächlich geschafft, gemeinsam groß zu werden und dabei beste Freunde zu bleiben. Auch wenn sie heute nicht mehr zu viert auf 36 Quadratmeter wohnen müssen. Ich freue mich schon jetzt auf Ihren Auftritt. Silbermond! Von dieser hochgeschätzten Schauspielerin möchte ich gerne wissen, warum Tatortkommissare neuerdings so politisch korrekt sein müssen. Und wie es kommt, dass sich junge Leute heute ganz anders engagieren, als sie selbst es früher mit Inbrunst getan hat. Schön, dass Sie da sind, Ulrike Volkerts. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da zwischen ihm und Harpe Kerkeling. Für seine Rolle als Harpe Kerkeling musste er erstmal 10 Kilo zu und dann wieder abnehmen. Aber wie war es dann als Harpe auf dem Jakobsweg? Das will ich wissen von Ausnahmeschauspieler David Striso. Endlich ist er bei uns. Wir finden, nach der Weihnachtsshow von Helene Fischer gestern Abend ist er das richtige Gegengewicht in der Weihnachtszeit. Ralf König schreibt und zeichnet Porno-Comics. Heute Abend werden wir mal in diese Welt eintauchen. Willkommen! Ja, meine Damen und Herren, von der großen Kunst zu rudern und dem Zurückrudern, wenn politische Entscheidungen mal nicht so laufen, wie er sie sich gewünscht hat. Auch ein Gast, auf den wir lange gewartet haben. Hier ist der Mann, der unter den deutschen Länderchefs die höchsten Zustimmungswerte hat. Hamburgs erster Bürgermeister, Olaf Scholz. Obwohl er eigentlich sagt, schmeckt nicht, gibt's nicht, hat er uns vor seinen selbstgebackenen Plätzchen gewarnt. Denn für seine Süßwaren muss er regelmäßig Häme einstecken, sagt er. Küchenbulle Tim Melzer ist bei uns. Willkommen bei uns. Du hast uns Plätzchen mitgebracht. Ja, ich hatte eigentlich fest vor, dass ich die selber backe. Du hast sie jetzt gar nicht selbst gebacken? Nee, ich bin meiner Linie relativ treu gewesen und wir haben sie zu Semmelbrösel verarbeitet. Ich habe einen Patissier, also einen Bäcker bei mir im Laden und der hat das dann liebenswerterweise für mich übernommen. Weil ernsthaft ist ja eine nette Runde und ich wollte euch das nicht antun. Ich bin ein grauenhafter Bäcker, obwohl ich inzwischen ein Rezept auch entwickelt habe. Wir haben so eine Food-Zeitschrift und da haben wir wirklich, hat die Redaktion... Oh, ich würde sagen, 2,5 Jahre daran gearbeitet, ein Rezept zu entwickeln, das sogar mir gelingt. Das ist absolut gelingsicher. Das weil hättest du ja machen können heute. Ich komme gerade aus Wien. Ich habe da einen Laden aufgemacht und das war dann so ein bisschen. Außerdem werde ich nie eine Ausrede verlegen sein, wenn es ums Backen geht. Das kann ich aber nicht. Ist nicht mein Ding. Aber Backen ist auch ein Beruf. Aber ich habe dich doch gesehen schon in deinen Kochsendungen, oder? Wie du Süßwaren machst. Wie machst du das? Ja, aber wie wir ja alle wissen, die darin beschäftigt sind, dass Fernsehen nicht unbedingt das ehrlichste Medium der Welt ist. Ne? Also da muss man ja auch mal ein bisschen, da wird viel für getan, dass wir manchmal so rüberkommen, wie wir denn rüberkommen. Das wird der Maßstab für diese Sendung. Ja, so, oder? Ja, aber ist ja so. Das ist ja ein Irrglaube, dass in Gastronomien oder auch in Kochsendungen der Koch, der vorne oftmals gefeiert wird, dann auch die wirkliche Arbeit hat, sondern da stecken viele fleißige Geister dahinten und dahinter und gerade auch bei einer Fernsehsendung. Ich habe eine Food-Redaktion, ich habe ein Team dahinter und gerade beim Backen gehen wir das explizit durch, in welcher Reihenfolge ich was in welche Schüssel zu tun habe. Dann schiebe ich das noch in den Ofen und ab dem Moment gebe ich die Verantwortung weg. Dann müssen Sie sich drum kümmern. Wenn es verbrennt, mache ich einen Salat. Und wenn es gelingt, dann sage ich auch, wer es eigentlich gemacht hat. Okay. Giovanni, da du dich ja gerade eingeschaltet hast, du kochst ja sehr gut, wie ich weiß. Kannst du auch Süßwaren und Plätzchen? Nee, auch ganz schlecht. Ich weiß auch nicht. Also insofern fühle ich mich sehr solidarisch. Ich bin beim Backen eine Niete und frage mich, ich kenne auch andere Männer, die ganz okay kochen und beim Backen Schwierigkeiten haben. Ich habe aber eine Theorie. Haben Sie auch eine? Warum?
Na, ich glaube, das ist frei. Also ich bin ja ein Freigeist. Ich mag keine Zwänge, ich mag keine Rezepte, keine festen Vorgaben, sondern ich brauche zumindest einen Interpretationsfreiraum in allem, was ich tue. Diese, ich mag schon Regeln. Vorschriften, ne? Die sind völlig abtörend. Ja, und die sind aber Pflicht, weil sonst funktioniert es halt nicht. Und ich versuche das ja seit 15 Jahren, die Bäckerei zu revolutionieren und einfach ohne Rezept und irgendwelche Angaben irgendwas hinzukriegen. Und es geht nicht. Wollen wir es mal zusammen probieren? Wir haben ja beide noch ein paar Jahre vor uns, also sehr gerne. Ja, okay. Die Frage ist, ob ihr vielleicht noch Olaf Scholz und Otto Schily mit ins Männerteam nehmt. Wie ist das bei Ihnen mit Plätzchen backen? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen bei Ihnen. Plätzchen backen kann ich nicht. Was ich mal gemacht habe, ist aus seinem Buch die Königsberger Klopse zu kochen. Und ist das gelungen? Ist so gut gelungen, dass ich es schon zweimal wiederholt habe. Nee. Doch. Schon auswendig? Nein. Ich guck jedes Mal nach, also damit kein falscher Eindruck. Frau Volkert, so oft koche ich nicht, ich muss jedes Mal gucken. Ich koche gern, ich backe nicht. Sehen Sie auch, Mengenangaben? Nein, das ist einfach dieser ganze, es ist auch so eine Sauerei. Also das nervt mich, was ich da Zeug brauche und wie es danach in der Küche aussieht. Das ist nicht meine Baustelle. Ich esse komischerweise ganz gern mal was Süßes. Von daher müsste ich mich dem eigentlich mehr annähern. Es wäre jetzt eine interessante Frage, lieben Sie Süßigkeiten? Oder ist das die Voraussetzung, um backen zu lernen? Ich esse sie schon gerne. Also ich esse alles gerne, was man mir kredenzt. Ich bin wirklich ein wahnsinnig guter Gast. Also ich oftmals viel besser als ein Gastgeber. Weil ich liebe das wirklich, gekocht und auch bebacken zu werden. Aber mich erinnert das ein bisschen an, als wir familiär, ich habe meine Kochausbildung damals gemacht und am Anfang hat meine Oma, die ja wirklich eine tolle Köchin war, mich immer nach jedem Blödsinn gefragt, wie ich das Brot aufbacke, wie ich das Steak brate, wie ich das mache. Und da durfte ich so die ersten 2, 3 Jahre auf Familienfeiern immer noch mitkochen und irgendwann kam sie auf mich zu und sagte, Tim, du arbeitest immer so viel, du musst hier nicht mithelfen, das ist alles in Ordnung, ich mache das schon und du bist so fleißig und lass dich mal verwöhnen. Und irgendwann hat dann eben hier mein Opa erzählt, die lebten beide damals noch, dass es eigentlich mit dem Kochen überhaupt nichts zu tun hatte, sondern einfach den Schweinestall, den ich in der Küche hinterlassen habe, weil das bisschen, was ich an Zeitersparnis gebracht habe, das hat sie potenziert natürlich an Putzzeit wieder aufwenden müssen, um die Küche wieder herzustellen. Wie ist es bei Ihnen, David Striso? Ich esse gerne die Königsberger Klops, sehr, sehr gern. Ich habe mich an dem Gericht noch nicht versucht, ich liebe Braten machen, weil das so schön einfach ist. Jeder sagt immer, oh nee, muss doch nicht machen, ist doch Braten, oh weia, oh weia. Und ich habe einfach nur das Fleisch in den Ofen getan und kann mich mit dem unterhalten, der gerade zu Gast ist und hole es wieder raus und fertig. Richtig. Zur Weihnachtszeit so einen Stollen mal gemacht? Ein Storch? Ein Stollen. Ach so. Storch. Ja. Ein Storch. Natürlich. Also ein ordentlicher Storch. Sie springen so ein ordentliches Storch, ist eigentlich nichts zu sagen. Nee, Quatsch. Stollen gemacht habe ich nicht, aber es ist auch wirklich eins meiner Lieblingsgebäcke. Ein richtiger Stollen. Kann man Storch essen? Na, vom Hals ab, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es Regionen gibt. Es gibt ja so Sachen wie Igel in Tonen und Biberschwänze, auch in Regionen, die uns geläufig sind. Ich habe letztes Jahr Stollen gebacken und ich finde das Ergebnis ist echt gar nicht so wichtig. Das muss nicht so perfekt sein. Ich finde das aber auch gerade jetzt zu dieser Zeit ist einfach toll, selbstgemachtes zu verschenken, auch wenn es echt die Vase, das Wasser läuft raus, die Blumen kippen um, das Ding steht nicht. Es ist selbstgemacht und das heißt, man hat Zeit und Liebe oder Aufwand betrieben, um jemanden eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ach, als Geschenk dann? Als Geschenk, ja. Essen würde ich das für euch nicht selber, wenn ich das gedacht habe. Das ist schon als Geschenk gedacht. Diese Plätzchen sind lecker, aber die sind ja auch nicht von dir. Die sind auch nicht von mir. Das ist deswegen, hätte ich mal gesagt. Wer kocht denn bei Ihnen zu Weihnachten? Ich kann nur Hirseauflauf und das ist ein Mittelding zwischen Backen und Kochen. Okay. Aber nicht zu Weihnachten, hoffe ich. Zu Weihnachten könnte man das auch essen, aber ich koche nicht. Sie kochen nicht, okay. Mhm. Und ihr? Was macht ihr? Baut ihr Spezialitäten? Meine Mutter ist Patisseusin, die kann super backen. Ja. Ich musste früher mal mithelfen, aber die hat dann aufgehört, weil es nicht gut für die Haut ist. Das Mehl geht halt in die Poren. Ist super krass, da hat er schon eine Mutter, die das isst und sie backt nicht mehr für ihn zum Geburtstag. Nicht mehr. Gar nicht mehr. Das finde ich gar voll nicht schade. Ja. Sie hat super kalten Hund gemacht, einen Knaller und Florentina. Oh, kalter Hund kenne ich auch noch von meiner Oma. Mit diesen Plätzchen, ne? Immer abwechselnd geschichtet. Und sehr, sehr viel Zucker. Und da ist extra mal jemand aus Wien gekommen, um ihre Florentina zu essen. Mhm. Ach, guck mal, das passt ja auch zusammen. Aus Wien, Florentina, ja. Ralf König sagt, dass er im Winter immer so ein bisschen zur Melancholie neigt. Wie ist das mit dem Weihnachtsfest? Kochen aber nichts zu tun. Ich habe mal Haschischkekse gebacken. Da kommt es ja nicht so drauf an, wie die schmecken. Ich in den 80er Jahren, nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, dass ich immer noch so drauf bin. Also eine Geschichte aus den 80er Jahren, meine Schwester wollte mal Haschischkekse backen, aber da hat der Hund das vorgefressen und der hatte fröhliche Weihnachten. Mensch, weil das lange zurückgeht, das kenne ich jetzt Folgendes. Ich habe einmal in meinem Leben Haschischkekse
geschenkt bekommen, die ich nicht gegessen habe, aber meine Mutter im Schrank gefunden hat und aufgegessen hat. Genascht? Ich habe sie um ein Haar umgebracht. Ernsthaft? Arme Frau, ja. Aber jetzt nicht medizinisch dramatisch. Na, es ging ja schon schlecht. Also, ja, ja, klar. Ja. Wenn man so eine Packung dann wegmacht, das darf ich auch nicht gedacht. Von Packung kann nicht die Rede gewesen sein. Es waren drei, würde ich mal sagen, stark angereicherte Kekse. Es gibt Nusskekse. Das Schöne ist, es gibt viele solcher Geschichten, die man leider namentlich nicht weiter konzentrieren darf. Wenn Sie wüssten, von wem die kommen. Ein paar Erfahrungen haben da sehr viele Menschen auch in diesem Raum gemacht. Ich glaube, dass auch der ein oder andere Zuschauer mal natürlich immer nur aus Versehen. Lustig, ich war in Amsterdam vor ein paar Jahren, von Junggesellenabschied, vom Freund von mir, und wir haben Haschisch-Lollis gekauft. Die sind so ganz grün und sehen eigentlich aus wie diese alten Waldmeister-Lollis. Und ich habe die im Auto liegen lassen und habe dann mein Auto zur Inspektion gegeben. Nach der Inspektion waren die Lollis weg. Und jetzt habe ich immer nur gehofft, dass nicht ein Kfz-Mechaniker oder jemand, der durch das Auto gegangen ist, gesagt hat, oh, das ist ein Lolli, den bringe ich meinen Kindern mit. Und dann aus Versehen vielleicht einen vierjährigen Jungen so ein Lolli aus Amsterdam. Sind die legal? Geschichten werden irgendwie immer härter. Ich denke die ganze Zeit an den armen Herrn Schiele, was der jetzt wohl denkt, ja, wenn er das hört, dass wir hier reden. Ja. Naja, ich glaube nicht. Das früher war ja auch okay. So. Ja. Bei anderen, bei Freunden, Bekannten, man hat davon gehört und gelesen, Herr Schilly, oder? Habe ich jetzt Ihre Frage nicht gut verstanden. Das ist sehr gut geantwortet. Punkt für Otto Schilly, würde ich sagen. Wir haben jetzt gerade über die 80er gesprochen. Ja. Wann war das denn, als du als Mietweihnachtsmann gearbeitet hast? Das war Ende der 80er, also so zu Abiturzeiten. So von habe ich Abi gemacht? 90 und so die zwei Jahre davor und ein Jahr danach noch. Ich habe 3 Jahre als Mietweihnachtsmann gearbeitet. Und was hast du da erlebt? Naja, das war relativ gut bezahlt. Ich hatte damals, ich glaube, es gab wirklich so 25, 30 Mark die Stunde, was irre war. Oh. Na gut, muss auch Heiligabend arbeiten, ne? Also das muss auch aufgeben. Ich hatte keinen Führerschein, ich hatte noch einen Freund dabei. Also ich habe auch sehr viel Geld verloren, weil der hat sich, während ich Bescherung gemacht habe, im Auto betrunken, sodass wir die Tour nachher mit dem Taxi weiterfahren mussten. Und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt, so über Menschen und wie Menschen leben, wie sie sind, was eventuell auch ein Leben wert machen kann oder was überhaupt Werte ausmacht. Also ich habe teilweise natürlich in so, das kennt man so, diese typische Zahnarztvilla, sehr schönes Dach, etwas größere Garage, 2 Autos, immer das Neueste, damals Pinneberg, Golfmodell und ein Mercedes dazu. Alles ganz schick und alles ganz schön, Mördergeschenke, alles ganz glücklich und fröhlich nach außen hin. Und hat aber trotzdem immer so eine gewisse emotionale, oder oftmals, nicht immer, aber hatte manchmal so eine emotionale Kälte, wo du wirklich gesagt hast, okay, hier wird gerade kompensiert, hier wird alles auf einen Tag gedrückt und über Geschenke, über Sachlichkeiten versucht, irgendwas zum Ausdruck zu bringen. Und ich kann mich sehr schön erinnern, eine Geschichte, da war ich in einem Hochhaus in Teesdorf bei einer Mutter und einer alleinerziehenden Mutter und ihrer 6-jährigen Tochter, und die hat ihr eine gebrauchte Puppe geschenkt, weil die einfach kein Geld hatten. Aber diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung für diese Puppe, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Also es war, ich kriege jetzt auch immer so ein bisschen, nicht so feuchte Augen, aber es ist so ein Moment, das beobachtet manchmal, und es war mir fast unangenehm. Mhm. Und es hatte so eine gewisse Peinlichkeit, dass ich dabei war, weil es wahnsinnig intim war. Und danach habe ich dann auch aufgehört, weil es mich belastet hat, lustigerweise, aber mir war das zu intim. Weihnachten ist so was ganz Geschlossenes, ja, und was ganz Besonderes, und das so viel Wärme, Streit natürlich auch, habe ich auch erlebt. Wobei also, ich das sehr, sehr schön finde, dass diese alleinerziehende Mutter dann eben Weihnachtsmann, das hat ja auch Geld gekostet, gemietet hat, um eben diese gebrauchte Puppe zu überreichen. Ne? In der Tat, Augen haben wahrscheinlich mindestens genauso gestrahlt wie bei dem anderen Kind, was ganz viel bekommen hat. Was mich allerdings eben irritiert hat, damals auch schon, war eben, wieso muss ich das hier machen? Bei den anderen habe ich gedacht, okay, die sind zu faul und die können sich das leisten. Und da hat es mich irritiert, irgendwie, warum mache ich das? Also warum muss ich jetzt hier Weihnachtsmann spielen? Und das hat mir sowas über diese soziale Isolation einfach, auch die mit Armut oftmals einhergeht, auch Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, und es geht oftmals gar nicht so um das Geld, sondern einfach so um diesen sozialen Aspekt, dass Menschen einfach keine Kontaktebene mehr haben. Also es wird ja oftmals so gepumpt bei irgendwelchen, wenn es um Hartz-IV-Diskussionen oder Ähnlichem geht, ja, wie sollen die Kinogeld haben oder ein Handygeld oder so. Das sind soziale Kontakte in den heutigen Zeiten, die gehegt und gepflegt werden müssen und die ganz, ganz wichtig sind, in meinen Augen sogar manchmal wichtiger als eine warme Suppe an irgendeinem Tag ausgeschenkt. Es geht wirklich um den sozialen Kontakt. Stelle ich auch fest, wir machen viel mit Obdachlosigkeit, mit Obdachlosen bei uns in Hamburg, weil ich ganz gern so eine regionale, ich mag mich da gerne engagieren, und einer der Obdachlosen, wir haben dann lange miteinander gesprochen, erzählte mir,
Der wird nicht erfrieren in Deutschland. Der wird auch nicht verhungern in Deutschland. Das wird nicht passieren. Aber er fühlt sich manchmal so wie die dritte Kaste in Deutschland. Es gibt doch in Indien, glaube ich, so die Unsichtbaren, die Leprakranken, die nicht wahrgenommen werden. Und so fühlt er sich. Durch die man hindurchschaut, ja. Genau. Ja, das haben mir auch viele Obdachlose erzählt. Aber ich würde gerne auf einen Punkt kommen, den ich an dieser Stelle ganz, ganz wichtig finde. Denn du hast eine Online-Plattform gegründet, die letztlich genau damit zu tun hat. Ne? Die also Menschen zusammenbringt, die viel haben, und Menschen zusammenbringt, die eben wenig haben. Oder Menschen, die was anzubieten haben, und Menschen, die was brauchen. Obdachlose, Flüchtlinge. Und die können dann Waren oder auch Sachleistungen wie Deutschkurse oder so austauschen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Die Plattform heißt Help Here. Help Here. Joko sitzt schon hinter uns. Der kann auch gleich das noch technisch ein bisschen besser erklären als ich, weil ich so ein Mensch bin, der eben noch nicht mal E-Mails schreibt in seinem Leben. Also ich bin eigentlich vom Aspekt her der Falsche dafür. Aber haben Sie ein Handy? Ja. Das kann er auch bedienen, ich habe schon gesehen. Also, aber das ist ein Telefon. Ne? Also, wenn das jetzt darum geht, irgendwas zu verschicken, habe ich schon Schwierigkeiten. SMS schreibe ich jetzt so seit 4 Jahren ungefähr. Super. Und E-Mails, ich war ganz stolz, dass ich vor 3 Jahren meine E-Mail verschickt habe. Und dann habe ich aber mitbekommen von meinem Manager, dem hatte ich die geschickt, dass es irgendwas anderes war, aber keine E-Mail. Okay. Nur irgendwas Technisches auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war wahnsinnig beeindruckt durch diese Form der Zivilcourage, die in Hamburg sehr stark stattgefunden hat am Anfang der Flüchtlingsdebatte. Diese Energie, die allgegenwärtig war von privaten Personen, von Initiativen, diesen spontanen Hilfscharakter auszuüben. Und bin von sehr vielen Leuten angesprochen worden, könntest du nicht hier mal vielleicht auf einer Gala kochen, kannst du da nicht mal was machen, könntest du irgendwas spenden für irgendeine Auktion. Es waren so viele motivierte Menschen da und viele Menschen haben an den gleichen Themen gearbeitet und es war alles sehr unkoordiniert. Es war alles so, oftmals wollten sie helfen, wussten aber nicht, wem sie helfen sollten. Oftmals gab es Bedürfnisse, wussten aber nicht, an wen sie die Bedürfnisse aussprechen konnten. Und dann haben sie mich angerufen, ich habe oft mein Netzwerk spielen lassen, habe Menschen miteinander verbunden und das wurde mir zeitlich dann einfach zu aufwendig. Ich habe noch einen Beruf und Leben nebenbei. Das wurde dann viel und dann hatten wir eine schöne, so ein Secret Dinner zusammengerufen. Einfach clevere Köpfe in Hamburg, das waren Kreative, das waren normale Bürger aus dem Viertel, das waren Initiativen, Kooperativen und wir haben einfach mal alles in den Raum reingeschmissen, womit sich jeder beschäftigt und haben Kontaktpunkte gesucht, haben gesucht, wo kann man das miteinander verbinden. Und dann kam relativ schnell raus, dass es sowas fehlt. Ich bin Pragmatiker, also als Koch geht von A nach B geradeaus und nicht über 1000 Umwege. Und dann fehlte sowas wie ein schwarzes Brett. Also so ein, und dann haben wir praktisch überlegt, was kann man da machen? Und dann war Joko mit dabei. Und, ja, genau, ich würde gerne Joko mal fragen, so, ja, damit er auch kurz zu Wort kommt. Muss ich gerade so überlegen, er macht das schon so toll. Joko Wyckoff ist Mitbegründer dieser Online-Plattform. Genau. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Ja, das ist ganz einfach. Wir haben einfach festgestellt über die letzten Jahre, es gibt sehr viele Leute, die helfen wollen. Und es gibt dann in sozialen Einrichtungen immer einen ganz konkreten Bedarf. Und wir haben quasi einfach eine digitale Plattform bzw. eine App geschaffen, wo soziale Träger sagen können, wir brauchen explizit 10 Winterjacken in Größe L und wir brauchen 2 Bohrmaschinen und 4 Kinderfahrräder. Und die Leute in der Nachbarschaft können diese Bedarfe sehen, diese Inserate und können sagen, wie ein umgekehrtes Shopsystem, dieses Problem übernehme ich und checken das quasi ein und das Problem wird dadurch gelöst. Und umgekehrt ist es dann so, dass das ist auch eine Sache, die wir aus unserer Arbeit in Hamburg mit unserem gemeinnützigen Verein festgestellt haben, ist, wenn man Leute zusammenbringt, dass daraus Dinge entstehen. Wir haben auch so Welcome-Dinner gemacht und daraus sind, wir haben eigentlich festgestellt, wir müssen nur die Plattform stellen und dann, wenn man Menschen zusammenbringt, gehen die Beziehungen ein und dann gibt der eine Gitarrenunterricht am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, der andere geht in eine Flüchtlingseinrichtung, gibt Deutschunterricht ehrenamtlich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das müssen wir digitalisieren, weil gerade aus den Einrichtungen kam das Feedback, es gibt super viele Leute, die uns Hilfe anbieten, aber der administrative Aufwand ist enorm, weil man muss das irgendwie koordinieren. Man hat unheimlich viel von der einen Sache und braucht ganz explizit etwas anderes und man kann es nirgendwo anzeigen. Und deswegen haben wir diese Plattform gebaut oder diese App. Und diese Plattform, muss man ja dazu sagen, wird unwahrscheinlich stark schon frequentiert, obwohl es sie noch gar nicht so lange gibt. Es soll seit 2,5 Wochen demnächst auch noch mal eine App geben. Ich finde es ganz großartig, dieses Engagement, weil das auch meine Erfahrung ist. Dankeschön. Und wer mehr wissen möchte, www, sag doch mal
nochmal ganz kurz die Adresse? Help here. Helphere.de. Richtig. Ich wollte nur eins noch anmerken, und zwar, also auch die Motivation, die wir gemacht haben, es war einfach diese Bereitschaft und die Fähigkeit unseres Landes oder unserer Stadt, das ist natürlich der Lokalstand, fand das bei uns statt, was aber alle viele Städte auch haben, diese soziale Kompetenz an den Tag zu legen, auch unabhängig nur von der Flüchtlingsdebatte, weil sonst kommt jetzt oftmals ja, ja, aber nur die Flüchtlinge. Und ich sage, nein, das war einfach ein ganz deutliches Zeichen, wir sind in der Lage, wir sind, wenn Not am Mann ist, eine funktionierende Gesellschaft und wir haben so viel Energien noch im Raum und dann jeder kann seinen Teil, egal im was, der eine ist interessiert eher an Kindern, der andere an Bildung, der andere an Tanz, Musik. Ich habe Freunde, die spenden Sprachunterricht, Familienmitglieder machen andere Unterrichtssorten. Der eine kann kochen, Essen trinken, der andere macht Organisation, Transportwesen, Sozialwesen bei älteren, alleinstehenden Leuten, um nochmal diese Weihnachtsgeschichte ganz kurz reinzuholen, der alleinstehenden Frau. Wenn ihr sowas habt in der Nachbarschaft, einfach mal hingehen, hingucken, schlecht gebacken, sich anmelden bei Help Here und dann wird es auf der anderen Seite mit Sicherheit ganz viele Menschen geben, die davon Nutzen nießen. Oder vielleicht auch einfach mal nur den Nachbarn nebenan angucken. Ja. Das finde ich, ich glaube, das hat so die letzte Zeit. Scholz, ich bitte um Nachsicht, wenn wir nicht sofort mit Hamburg anfangen, jedenfalls nicht direkt, aber wir sind ja in Bremen und die Zuschauer wollen unbedingt wissen, haben Sie Samstag das Spiel gesehen der beiden Schwesterstädten? Nein. Nein? Na, ich müsste es jetzt erfinden, warum soll ich das sagen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber Sie dürfen ja sagen, Sie dürfen sich nur nicht freuen für die Hamburger hier in Bremen. Also ich habe mich für die Hamburger gefreut. Sind Sie in keiner Weise gespalten zwischen St. Pauli und dem HSV? Meistens ist es ja möglich, dass sie sich nicht in Konkurrenz begegnen und ich freue mich dann für beide Vereine, wenn es nee, das, was hier nicht durchgeht, sind Sie eher HSV oder St. Pauli? Ich finde, man soll Fußballvereine, deren Fan man jahrelang ist, nicht frei erfinden. Und deshalb fände ich, wenn jemand zum Beispiel zufällig als Hamburger für einen Fußballverein außerhalb Hamburgs ist, sollte man das sagen, auch wenn man Bürgermeister ist. Ich habe immer beiden Vereinen die Daumen gedrückt und mich nicht so richtig festgelegt. Welcher ist Ihr Verein? Das wollen wir jetzt wissen. Alemannia, das Ruderverein. Naja gut, ich meine Fußball jetzt. Ich habe Alemannia Aachen? Nein, sondern mein Verein ist, also ich habe die beiden Hamburger Vereine immer unterstützt. Und ich finde, dass Politiker nicht erfinden sollen, dass sie jetzt von einem festgelegt immer hingehen, obwohl sie da gar nicht immer sind. Also was soll das? Ja, die erste Mannschaft verrät man auch nie, die erste Mannschaft im Leben. Aber haben Sie einen Fußballverein, den Sie jenseits der beiden, die Sie gerade genannt haben, mögen? Also Ihr Verein? Ich habe immer diesen beiden den Nur Daumen die beiden. Gedrückt. Okay. Okay. Ich finde, ich dachte, wir können hier eine Sensation, ja? Also ja, ich habe diese Sensation nicht vor, wenn du müsstest okay. Sie ja jetzt mir ausdenken und das macht ja keinen Sinn. Nein, nein, bitte fühlen Sie sich nicht genötigt. Herr Scholz, Sie haben nach dem Ausgang dieser Volksbefragung, glaube ich, alles Wesentliche schon gesagt, nämlich Sie akzeptieren das Votum der Bürger und gehen jetzt zur Tagesordnung über. Ich vermute ganz stark, wenn ich Sie noch mal frage, wie fühlen Sie sich jetzt? Sie würden das wiederholen. Deshalb würde mich was anderes interessieren. Wie erklären Sie sich, dass eine knappe Mehrheit der Hamburger Bürger bei ordentlicher Wahlbeteiligung Nein zu Olympia gesagt haben, obwohl alle, die man so kannte, Ja gesagt haben? Zunächst mal bin ich sehr vorsichtig mit dem Erklären, weil ich glaube, das hat immer auch eine leichte Tendenz, dass man das Votum der Bürgerinnen und Bürger damit wegerklärt. Die haben ihre eigene Entscheidung getroffen, die mir persönlich nicht gefallen hat. Ich habe mir eine andere gewünscht. Aber es wäre ganz komisch, wenn man sagt, aus den und den Ursachen ist es so gekommen und wenn die nicht da gewesen wäre, wäre es anders gewesen. Ich glaube, ganz viele haben das Ergebnis auch gewollt und dann soll man das jetzt auch nicht anders erklären. Ich bin aber umgekehrt auch überzeugt, dass die Demokratie davon lebt, dass es Situationen gibt, in der viele einer Meinung sind, die prominent sind und trotzdem die Bürger andere Entscheidungen treffen. Ja. In diesem Fall gefällt mir das Ergebnis nicht, aber dass es diese Situation gibt, das ist erstmal nicht problematisch. Aber Herr Scholz, also Judith und Tim und ich, wir leben ja in Hamburg. Und die Vereine, die Parteien bis auf die Linke waren dafür. Es gab eine große Zeitung in Hamburg, die praktisch das Zentralorgan für Olympia war. Ganz viele prominente Plakatwände. Mhm. Kann das sein, dass die Leute das Gefühl hatten, das ist so eine Übermacht des Jahr, das geht mir auf die Nerven? Das kann sein, das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass für viele die Sorgen überwogen haben. Olympia ist ein sehr optimistisches Projekt.
Da geht es um Emotionen und darum, dass man das dann auch vollständig haben will. Und es gibt im Augenblick eine Zeit mit vielen Sorgen. Da sind die Sorgen, die sich wegen der Anschläge gebildet haben in Paris und dann dem abgesagten Länderspiel in Hannover. Das sind die Sorgen, die sich verbinden mit dann der Korruptionsdiskussion im Weltfußball zum Beispiel. Und natürlich haben viele Bürgerinnen und Bürger, wir alle ja, die Erfahrung gemacht, dass so manches große öffentliche Projekt länger gedauert hat als geplant und auch viel teurer wurde. Und das, glaube ich, wird auch bei vielen eine Rolle gespielt haben. Das würde mich auch an Otto Schily interessieren. Finden Sie diese Idee der Volksbefragung im Vorfeld von Großprojekten eigentlich gut und sinnvoll? Ich finde sie problematisch, weil es wird entschieden heute für ein Ereignis, das, wann wird das, für 9 Jahre? Ne? Neun Jahre, 2024 wäre es gewesen. Und damit wird etwas präjudiziert, was vielleicht die späteren Bürger, die also in 9 Jahren leben, vielleicht dann sehr willkommen gehabt hätten. Also es ist sehr schwierig. Und es ist auch eine Ja-Nein-Entscheidung, eine solche Volksentscheidung, eine Ja-Nein-Entscheidung. Da kann ja nicht gesagt werden, wir wollen das so oder so, sondern nur Ja oder Nein. Und das ist das Problem dabei. Und ich könnte auch mir überlegen, jetzt welche Gründe da eine Rolle gespielt haben, aber darauf verzichte ich, genau wie Olaf. Da will ich mich auch nicht in die internen Hamburger Angelegenheiten einmischen. Ich hätte mir gewünscht, dass das stattfindet. Jetzt haben wir zweimal eine Niederlage. Wir haben einmal in Bayern gehabt, wobei ich die Bayern besser verstehen konnte. Also die Bauern da in Garmisch-Partenkirchen, und ich kenne die Region sehr gut, weil ich da aufgewachsen bin. Das konnte ich verstehen, dass sie da ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Bei Hamburg kann ich es gar nicht verstehen, weil dieses Konzept war sehr vernünftig, auch ökologisch durchdacht. War kein Gigantismus. Das ist ja immer das Urteil, das wird alles zu gigantisch. Genau. War also durchaus in Maßen gedacht. Sehr schade drum, und wenn das so weitergeht, kriegen wir kein großes politisches Ereignis mehr nach Deutschland. Finden Sie das nicht schade, Frau Volkert? Nö. Warum nicht? Ich muss sagen, ich habe das verfolgt. Es war spannend. Es war ja jetzt auch keine eindeutige Entscheidung, es war ja recht knapp. Muss man ja auch einfach mal sagen. Es gab ja doch eine große Anzahl, die dafür war. Aber dieses knappe Ergebnis, ich bin total zufrieden damit. Ich habe das Gefühl, im Moment haben wir echt Wichtigeres, und das wird uns auch die nächsten 9 Jahre beschäftigen, was gerade anfängt. Da kommen Menschen zu uns, und sie können ja diesen Platz, den sie da für die Olympischen Spiele bereitgestellt haben, jetzt auch in ein Flüchtlings- und Integrationsdorf umbauen, indem sie da alle möglichen Leute hinziehen lassen, nicht nur Flüchtlinge, sondern eben auch Studenten und auch Cafés und alle möglichen Leute, die in Hamburg gibt es Wohnungsnot, wie in Berlin. Da könnte man wunderbar diesen Platz dafür benutzen, eine Integrationsstadt zu bauen. Also ich bin jetzt einfach nur mal rum. Das würde mir persönlich mehr am Herzen liegen als diese Olympischen Spiele, die finden statt, so oder so. Und ich würde als Sportler sowieso lieber ins Ausland fahren und Sport machen als in Deutschland. Ich finde das viel aufregender. Ich fand das früher schon, als ich im Schwimmverein war, besser in Frankreich zum Wettkampf zu fahren oder nach Holland. Das war viel spannender für mich als in Deutschland bei mir zu Hause. Also das sind natürlich ganz persönliche Argumente, aber ich finde, ich bin froh über die Entscheidung. Ich finde, die Entscheidung ist gefallen, und deshalb finde ich, soll man sich nicht allzu lange damit aufhalten, was alles. Aber man kann ja sagen, wie man das findet. Ne? Trotzdem habe ich jetzt das Bedürfnis, noch mal zu sagen, an der Stelle, wo wir die Olympiastadt bauen wollten, wären 8000 Wohnungen entstanden, nicht alleine für die Olympischen Spiele. Das können wir und konnten wir nur mit Hilfe von Olympia realisieren, weil das kostet 1,4 Milliarden Euro in Verlagerung von Hafenbetrieben, kostet eine Brücke von 200 Millionen, einen Autobahnzubringer von 300 Millionen. Und da das ja eine Insel im Wasser ist, muss man für 1 Milliarde das 8 Meter höher machen. Das, glaube ich, ist jetzt nicht das Projekt, das ja Sie eben beschrieben haben. Absoluter okay. Irrsinn, na gut, wenn also, ich das so höre. Aber die Hafen City, die da vorliegt, haben wir auf diese Weise entwickelt. Da haben wir aber ohne Volksabstimmung muss man das. Ohne Volksabstimmung, allerdings in einem Zeitraum von 97 bis Anfang der 20er Jahre. Dort werden auch viele tausend Wohnungen entstanden sein, viele tausend Arbeitsplätze. Auch alles wird 8 Meter höher geworden sein, weil es ja im Wasser. Und es ist ganz großartig. Mhm. Herr Scholz, wir hören auf mit Olympia. Also sehr schade, ja, dass das nicht geklappt hat, Frau Volkert. Sie sind in die SPD eingetreten Mitte der 70er Jahre. Gehörten Sie zu denen, die wegen Helmut Schmidt oder trotz Helmut Schmidt in die SPD eingetreten sind? Ich bin 1975 in die SPD eingetreten, und ich bin eingetreten
aus verschiedenen Gründen. Ein Grund dafür war Helmut Schmidt. Aha. Ich habe mich gleichzeitig für politische Theorien als Schüler interessiert und Habermas gelesen. Waren da 17, glaube ich, oder? Grund. Hm? Sie waren da, glaube ich, 17. Ja. Habermas mit 17 gelesen? Ja. Mama mia, waren Sie intelligent schon damals? Das ist eine komische Frage. Ich habe das Buch gelesen, mehrere Bücher gelesen und eins davon eben, was damals ganz wichtig war über die Theorie kommunikativen Handelns, fand ich also sehr beeindruckend. Immer noch sehr lesenswert, finde ich. Und wann haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Die habe ich mit knapp 24 kennengelernt. Also ein bisschen später. Auch über die SPD als Jugendliche? Nicht über die SPD, aber wir sind uns in der SPD begegnet. Bitte? Nicht über die SPD, wir sind uns in der SPD begegnet und mochten uns gleich. Das war ganz gut. Also die SPD hat geholfen. Die SPD hat nicht geholfen, aber es war der Ort, wo wir uns begegnet sind. Das ist jetzt nicht so, wenn man in eine Partei eintritt, dass sie dann hilft. Dass man aber wer hat dann geholfen, Herr Scholz? Die Liebe. Die Liebe, okay. Aber stimmt das, dass Ihre Frau Ihnen den Anstoß, die Anregung gegeben hat, jetzt mach mal ein bisschen Sport, geh mal rudern und laufen? Meine Frau hat mir die Anregung gegeben. Ich bin ein sehr unsportlicher Schüler gewesen. Weil Sie auch immer Habermas gelesen haben. Ja, nicht nur das. Ich habe auch Karl May gelesen. Ganze Suhrkamp-Bibliothek nach Farben? Nein, nein. Aber ich bin eher ein unsportlicher Schüler gewesen und auch eigentlich die meiste Zeit meines Lebens. Aber mit 40 hat sich das geändert und in der Tat, weil meine Frau gesagt hat, das mit Laufen wäre jetzt mal eine gute Idee. Das wird ja ein Wunder, ne? Also, Herr Scholz, würde ich Sie zu Tode erschrecken, wenn ich Ihnen auch bekenne, ich habe vom Rudern keinen Schimmer. Aber Sie könnten mir ganz viel beibringen, weil wir haben hier zwei wunderbare Rudergeräte. Es würde mir eine große Freude machen, wenn wir die mal zusammen besichtigen. Ja, dann machen wir das. Kommen Sie, das finde ich toll. Wir haben kein Wasser. Rechts oder links? Egal. Ja, also, gut. Diese kennen Sie auch. Nutzen Sie die auch, diese hier? Ich habe... Wollen wir unser Jackett ausziehen? Ich glaube, es ist einfach... Ich habe mit dem Rudern versucht anzufangen auf einem solchen Gerät, weil ich das toll fand. Dann habe ich es aber jahrelang nicht benutzt. Ja. Und es funktioniert erst wieder, seitdem ich in einem echten Ruderboot tatsächlich das betrieben habe. Also darauf habe ich es nicht gelernt. Schauen Sie mal, ob die Füße wenigstens schon mal richtig sind. Die müssen Sie schön festbinden. Ja. Das sieht ja so aus. Gut. Und dann, was kann man dann falsch machen? Man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen. Man muss nachher, wenn man das zieht, es möglichst gerade machen. Okay. So. Machen Sie einmal vor. Also. Hören Sie das Planschen? Ja, das ist der Water Rower. Aha. Welche Geschwindigkeit? Das ist toll. Wollen wir das jetzt weitermachen? Ja, gerne. Und das machen Sie jeden Dienstag? Ja. Und wie viel Uhr? Morgens kurz nach 7. Morgens kurz, im Winter? Auch im Winter. Also es geht, solange kein Eis auf der Alster ist, kann man da rudern. Und auf der Elbe auch? Auf der Elbe bin ich einmal gerudert. Das hatte ich eigentlich gedacht, wird jetzt ein schwieriges Experiment. Aber es war bestes Wetter und ziemlich glattes Wasser. Und werden Sie erkannt auf dem Wasser? Ich werde auf dem Wasser auch erkannt, aber morgens gucken nicht so viele. Und laufen Sie auch noch daneben, also ich meine daneben dem Rudern? Also mein Plan ist, das hat jedenfalls diejenigen, die sich mit meinem Kalender beschäftigen, als Bitte bekommen, dass ich einmal die Woche rudern kann und zweimal die Woche laufen. Ja. Und das schaffe ich, würde ich mal sagen, in zwei Drittel der Wochen. Jetzt habe ich eine wahnsinnig komplizierte und investigative Frage an Sie. Was haben Rudern und Politik gemeinsam? Nichts. Und ja, okay. Und woran denken Sie, wenn Sie rudern? An nichts. Wir sind der ideale Talkshow-Gast. Ja, ich weiß. Dankeschön. Jahre stimmt, das sagte Stefanie, oh, alte Säcke sind wir. Ja, in dem Sinne, es klingt immer so krass, weil wir doch noch relativ jung sind, aber wir haben uns halt kennengelernt, da war ich gerade mal 13. Ja, und so schnell sind dann 17 Jahre rum. Wahnsinn, bist du 31? Ja.
Ja. Ich werde jetzt 40, ich darf das sagen. Genieß die nächsten 9 Jahre. Ja, wir sind immer nur so alt, wie wir uns fühlen. Da hast du absolut recht. So ist es. Das stimmt. Und was mir immer aufgefallen ist, die ganzen Jahre hindurch bist du unglaublich sympathisch geblieben. Und ich habe dich eigentlich bisher immer nur so aufgeräumt und nett erlebt in Interviews. Deswegen war ich sehr überrascht, als ich folgendes Zitat von Andreas gelesen habe. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Er sagt, dass du zum Brutkasten diabolischer Instanzen werden kannst. Oh. Ja, gesagt in Glanz und Gloria. Oh, das der Name des Magazins ist schon. Naja, was soll ich jetzt erzählen? Also Steff ist voll auf dem Boden geblieben, aber es gibt natürlich, sie ist halt auch eine Frau und manchmal haben Frauen so ihre Momente. Aber wann wird sie zum Brutkasten diabolischer Instanzen? Wenn sie friert. Steff, also Steff kann durch eine Wüste mit Daunenjacke laufen und sie friert. Das ist, ja, so ist das halt. Und ich bin schon, ja. Ich gebe es auch selber zu, also klar, aber es gibt schon auch Momente, ich bin halt sehr emotional und ich kann mich auch echt reinsteigern, ja. Ich habe mir vorgenommen, dass das schon, ist schon ein bisschen besser geworden, oder? Ist schon viel, viel besser. Was soll er jetzt auch sagen? Ich finde das interessant, dass das mit diesem Frieren jetzt kommt, weil in diesem Interview ging es um Stecker. Ja. Klingelt es bei dir? Das hat mit einer Marotte von dir zu tun. Stromstecker, ja. Das ist eher, was dich so auf die Palme bringt, was mit Steckern zu tun hat. Das ist aber tatsächlich auch berechtigt. Und zwar hat. Das ist tatsächlich wirklich berechtigt. Pass auf. Und zwar ist es so, dass er die Angewohnheit hat, bevor er, also immer wenn wir aus dem Studio rausgehen oder irgendwo, er macht einfach überall den Strom aus. Er zieht überall die Stecker raus, die Kaffeemaschine, den Geschirrspüler, alles. Okay? So. Ja. Schnitt. Nächster Morgen. Stefanie kommt ins Studio. Mach die Kaffeemaschine an. Nachdem ich dann so eine halbe Stunde am Rechner gesessen habe, dachte ich so, müsste der Kaffee nicht schon längst durchgelaufen sein? Und dann so, Mist, er hat schon wieder die Steckdosen alle rausgezogen. Und er macht es halt tatsächlich, er kommt halt teilweise auch echt mal so eine halbe Stunde zu spät, weil er zu Hause, wenn er es vergessen hat, unten ist und sich denkt, nein, vielleicht habe ich noch nicht alles ausgemacht. Und dann geht er nochmal hoch in die Wohnung und checkt nochmal alles durch, ja? Das ist seine Angewohnheit. Aber das haben ja viele so kleine Marotten, ne? Giovanni, hast du auch so eine? Ich weiß gar nicht so richtig, ob es irgendwas in meinem Leben gibt, was nicht eine Marotte ist. Weil ich ein zwanghafter Kollege. Ich gehe immer aus dem Haus mit lauter Medikamenten, auch und vor allem, wenn ich gesund bin. Das kenne ich denke, auch. Ja, man kann nie wissen. Ja. Es hat so was Magisches. Und wenn ich sie dabei habe, werde ich nicht krank. Genau. Und wenn mich dann das jemand sieht und mich fragt, bist du krank, bin ich völlig fassungslos. Wie kommst du drauf? Ja? Mhm. Möchte sich sonst noch jemand in der Runde zu einer Marotte bekennen, David Striso? Meine Marotten werde ich nicht verraten. Wir haben auch was vom Ritual, zum Beispiel bevor man auf die Bühne geht. Sowas verrät man nicht als Theatermensch. Ah, okay, also kein Schnäpschen, was man weiß. Nee, das ist aber wirklich international. Das ist auch international. Das ist in allen Ländern üblich, ne? Schauspieler. Ja. Sag mal, aber diese Marotten, die haben sich ja wahrscheinlich schon abgezeichnet, als ihr noch in der WG gewohnt habt, ne? Zu Anfang der Bandzeit, so geht die Legende, habt ihr zu viert auf 36 Quadratmetern gewohnt. Wir haben da auch Bilder, also Fotos aus dieser Zeit. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist, glaube ich, das Bett. Also es gibt da ein Foto, da sehen wir es, ja? Unten ist eine Matratze. Auf. Und es gibt ein Bild aus der Küche, glaube ich, wo wahrscheinlich alle Stecker gezogen sind. Und wo noch jemand liegt. Warum habt ihr zusammengehockt so? Ging es nicht anders? Finanziell oder was war der Grund? Also es war so, dass wir nach Berlin ziehen wollten. Steff hatte eine Wohnung bekommen, eine Einraumwohnung, diese 36 Quadratmeter Wohnung. Nur mit der Wohnung. Bürgschaft meiner Mutter, muss genau. Ich auch sagen. Und wir Jungs, wir wollten halt auch in der Wohnung und sahen halt so aus, wie wir halt so aussahen. Ne? So, ja, jung und viele Pickel und los geht's. Und wir haben halt keine Wohnung bekommen und wir hatten bei einer eine Zusage, so mündlich, ja, ihr könnt die Wohnung haben. Und dann haben wir so unsere Sachen gepackt, so uns verabschiedet von den Eltern, das war's, tschüss. Und dann sind wir nach Berlin gefahren, wirklich mit einem kleinen LKW. Und dann während der Fahrt, das ist wirklich kein Witz, kam der Anruf, naja, es wird doch nicht mit der Wohnung. Oh. Und dann waren wir in Berlin. Ich konnte die auch nicht vor der Tür stehen lassen, was hätte ich denn machen sollen? Okay, also das Notfallkonzept war dann halt, die ganzen Sachen der Jungs in meinen Keller zu räumen und oben halt die Matratzen auszulegen und zu gucken, wie das halt funktioniert. Ne? Aber das war gerade die Zeit während der ersten Platte, als damals Sinfonie rauskam. Mhm. Da waren wir fast eh ununterbrochen unterwegs und wenn wir mal dann doch zu Hause waren, dann waren das so 2-3 Tage und wir haben es gemieden, da zu lange zu bleiben. Also wir sind wirklich abends spät gekommen, schnell geschlafen und morgens auch relativ dann schnell wieder raus. Aber es war eine Zeit, die möchte ich nicht missen. Aber auch nicht wiederholen. Sehr schön. Neu
99% braucht man nicht, singt ihr. Ja. Was ist das 1%, auf das ihr nicht verzichten könntet? Muss man erstmal wieder rausfinden. Mhm. Ne? Wenn man so lange zusammen ist wie wir, dann verliert man das auch mal über die Zeit. Also das ist schon, vielleicht kennt ihr das auch, wie lange moderiert ihr jetzt schon zusammen? Eigentlich auch schon halbe Ewigkeit, fünf oder? 5 Jahre zusammen, aber Giovanni schon viel länger ohne mich hier. Oh, aber es ist so, weißt du, wenn man das die ganze Zeit zusammen macht und sich nicht zwischendurch mal wieder so auf Stand bringt, ne? Mhm. Ist das dann noch so gut, wie man das zusammen macht? Ist die Chemie noch die richtige? Will man, hat man noch dasselbe Ziel? Hat man noch, ja, will man noch das Gleiche? Dann verliert man so ein bisschen was. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir dazwischen immer lange Pausen haben. Die Spannung genau, immer gleich hoch bleibt. Genau. Ja. 4 Wochen sehen wir uns nicht und dann freuen wir uns wieder so sehr, dass wir uns in den Armen liegen können. Ja. Tatsächlich haben wir für uns festgestellt, dass neben dem ganzen Erfolg, der immer größer geworden ist, ne, haben wir uns immer um ganz, ganz viele Sachen drumherum gekümmert, ne, die dann irgendwann gar nichts mehr mit der Musik zu tun hatten, ne, sondern mehr mit 1000 Kleinigkeiten sich beschäftigt haben. Und dann haben wir die Musik ein bisschen aus dem Auge verloren. Und das haben wir gemerkt und das hat uns ein bisschen unglücklich gemacht. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, das, um was es wirklich geht, das sind wir vier, so wie wir damals angetreten sind. Ne? Einfach ganz naiv, mit ganz viel Leichtigkeit im Proberaum und los ging's. Was ist denn mit Genuss? Habt ihr genug Zeit gehabt, euren Erfolg auch mal zu genießen? Wenn man sich eure Biografien anguckt, dann war das eigentlich immer, ne? Arbeit, Erfolg, Musik, nicht aufgeben, kaum Urlaub. Ja, man war schon in so einem D-Zug, ne? Man ist so gefahren. Und hat halt nicht so richtig rausgeschaut. Und wir haben manchmal so verpasst, so manchmal kurz auszusteigen, so auf den Fahrplan zu gucken. Und zu gucken, wann kann man umsteigen, auf welchem Gleis. Und das haben wir aber jetzt getan. Das war ganz gut. Wir haben so eine kleine Pause eingelegt, uns ein bisschen wieder reflektiert und als Band wieder mal ein bisschen so geeicht. Das ist halt total wichtig. Man kennt das ja aus Ehen. Man muss sich auch einfach mal wieder Blumen mitbringen. Und dann geht's schon ein bisschen besser. Ich bin etwas hellhörig geworden, denn ich weiß, dass ihr mal gesagt habt, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, ohne einander zu sein. Aber neulich im MoMA, da klang es so in einem Interview, als ob ihr überlegt hättet, doch mal, ich weiß gar nicht, ob ich es Pause nennen würde, als ob ihr über Scheidung nachgedacht hättet. War der Punkt erreicht, dass ihr überlegt habt, wir lassen das jetzt? Oder war es so drastisch nicht? Ich sag mal so, als wir 2004 den Plattenvertrag unterschrieben hatten, da war ich gerade mal 19, haben wir uns gesagt, ey Leute, ne, wenn wir das jetzt so als Beruf machen, ne, dann lass uns einschwören. Wir dürfen morgens nicht aufstehen und sagen, oh, wir müssen das jetzt machen, wir haben jetzt irgendwie, ne, dass es irgendwie anstrengend wird. Und das haben wir uns geschworen. Und dann haben wir halt irgendwie vor 3 Jahren gemerkt, dass es nicht mehr so war, sondern dass es sich irgendwie beschwert angefühlt hat, ne, dass wir irgendwie viel Druck auf den Schultern hatten, dass wir allem gerecht werden wollten, uns selber und auch allen Ansprüchen von außen. Und das funktioniert dann nicht mehr. So funktioniert Musik nicht, so kann man das nicht machen. Und dann Kreativität, haben wir, ne? Ja, und dann haben wir uns gesagt, Leute, entweder wir lassen das, ne, weil wir haben uns das geschworen, oder wir setzen uns hin und kämpfen drum, ne, und gehen viel Wein trinken und viel Pizza essen und quatschen sehr, sehr viel und gucken einfach, was wir als Band eigentlich wollen. Ne? Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dazu, dass wir alle 30 geworden sind und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist so ein Klick im Kopf. Und plötzlich sagt dir dein Körper, du musst jetzt gucken, wo stehst du, wie sahen deine letzten 10 Jahre aus. Was da noch für Klicks im Leben kommen? aber wen von euch glaubt ihr, würde die Trennung am schwersten fallen? Ich glaube, jedem von uns. Ich meine, wir kennen ja nichts anderes. Ne? Wir haben Zivildienst gemacht, sind aus der Schule und hatten dann halt einfach die Band und waren halt in diesem Berufsleben als Musiker, was ja kein Berufsleben ist, aber wir hatten das schon immer und deswegen war halt dieser Prozess, wo wir uns zum ersten Mal so ein bisschen hinterfragt haben, war schon hart so, also für jeden von uns und ich denke mal, das wäre sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir wären in ein sehr großes Loch gefallen, wenn wir es andersrum gemacht hätten. Mhm. Also ich bin sehr froh und ich glaube nicht nur ich, dass ihr es euch quasi, ich weiß nicht, ob anders überlegt, aber dass ihr euch jetzt sicher seid, dass ihr zusammen gehört, dass dieses Album entstanden ist. Ihr geht auf Tour und zwar im nächsten Frühjahr und ich hoffe, dass ihr noch oft zu uns zu Gast sein werdet in den nächsten 50 Jahren. Dankeschön. Silbermond. Vielen Dank. Volkert. Heute hat der Deutsche Bundestag dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt, sich am Einsatz gegen IS zu beteiligen. Also, wenn auch in zurückgenommener Form, aber es ist doch die Beteiligung an Kampfhandlungen gegen den Terrorismus.
Wäre die junge Ulrike Volkerts, da hätte sie dagegen protestiert. Ach, du liebe Zeit. Die junge Ulrike Volkerts, ja, die war... Wolltest du sie jetzt nicht beleidigen? Also, ich meine, nein. Ich meine, wir sind ja... So. Sollen wir das so knapp kurz... So 40 oder so. Also das ist ja... Liegen aber die Funken bei euch die ganze Zeit. Nein, wir mögen uns durchaus, oder? So, ja, also, bisher ja. ich war jetzt so schön von euch eingesalbt und habe mir überlegt, was ich eigentlich, was ist mein Prozent, was ich brauche. Ja, können Sie auch mal antworten. Also eine Demo ist das gerade nicht, weil ich glaube, es war eine andere Zeit. 80er Jahre war, da sind wir schon in der Schule aktiv gewesen mit Aktionstagen und politisch interessiert und ich hatte das Palli-Tuch und den Parker an und wir haben alles mitgenommen, was ging und uns von irgendwelchen Gleisen heruntertragen lassen. Alles friedlich, aber gegen Atomkraft und was da eben zu tun war. Heute ist ja Demonstrieren ein bisschen schwerer geworden. Also ich meine, es geht alles im Internet. Man kann ja heute per Petition einfach seine Stimme abgeben, weil das Gefühl, man hat schon demonstriert. Das finde ich gerade ein bisschen heikel, weil es fühlt sich so gar nicht nach gar nichts an, dass ich das Gefühl habe, das täuscht uns alle vor einem wirklichen Auseinandersetzen mit diesen Themen. Stimmt es, dass Sie als junge Schauspielschülerin an der Schauspielschule geübt haben, trainiert haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Ja, wir haben gewaltfreies Demonstrieren und was wir da für. Wir haben auch eine richtige Show uns ausgedacht sind da als komplettes Schauspielsemester dorthin gefahren und haben uns natürlich auch gesagt, wir passen aufeinander auf und wir halten das durch und wir haben da auch übernachtet, ich weiß es im Detail gar nicht. Wissen Sie, das war ja eine Zeit, wo man sich auch verknallt, es ging ja auch um dieses Wochenende, wo man nachts zusammen diese Sachen durchsteht und sich näher kommt und in die Arme liegt, weil es kalt ist und man hat dann ein gemeinsames Erlebnis, ja natürlich, man hat ein gemeinsames Erlebnis, da kommen die Polizisten, die sind genauso alt wie wir gewesen, haben uns von den Gleisen, es war ja alles friedlich und es war alles okay. Und es war wichtig, es fühlte sich gut an, was zu machen und für etwas sich zu engagieren, sich einzusetzen, den Mund aufzumachen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ist denn dieser Beschluss, der heute gefasst worden ist, dem fast alle zugestimmt haben, mit Ausnahme einzelner Abgeordneter und der Linken, ist der Ihnen unheimlich? Ja, der ist mir unheimlich. Sie hätten dagegen gestimmt, wenn Sie da im Bundestag gesessen hätten? Ich sitze ja zum Glück nicht da, deswegen muss ich da nicht abstimmen. Ich bin einfach so ein stinknormaler Bürger, der das alles gerade irgendwie versucht zu verdauen und mich entsprechend unheimlich fühle. Manchmal, weil es heißt, wir sind im Krieg. Ja? Und die Welt hat sich einfach kolossal verändert in den letzten paar Wochen. Und wir erleben es alle. Überall ist mehr Polizei, es ist mehr Aufregung. Ich kriege mit Leute, die, also neulich habe ich einen Freund in München besucht, der sagte, du, da war eben so viel Polizei. Ich dachte sofort, da geht gleich eine Bombe hoch. Ich bin sofort auf die andere Straße. Alle sind so total schon längst kirre vor Panik und können das überhaupt nicht einschätzen. Und ich finde, ich kann auch nicht einschätzen, was diese IS ist und wer dahinter steckt und wer da welche Interessen hat. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir die Ursachen nicht angucken, warum es das gibt und warum die Menschen anfangen, sich so dermaßen gegen den Westen und gegen die, das ist ja nichts Neues, das ist ja schon lange. Wenn wir die Ursachen nicht in den Griff kriegen, dass wir friedlich zusammenleben können, kämpfen miteinander, das ist irgendwie das Letzte, was wir tun dürfen. Sie wissen also, das auch. Sie wissen, dass Otto Schily der legendären Bundesregierung angehörte, die Nein zum Einsatz im Irak gesagt hat. Hätten Sie, wären Sie noch aktiv, diesem Einsatz jetzt zugestimmt? Sie auch. Ja. Was ist der Unterschied für Sie? Also hier geht es ja um eine Verbrecherbande von einer Grausamkeit, die ist ja unvorstellbar. Und wir können doch nicht hinnehmen, dass eine solche Verbrecherbande vor unseren Augen, das ist unmittelbar an der Nachbarschaft Europas, Menschen auf die grausamste Weise hinrichtet. Frauen vergewaltigt, Kinder versklavt, Ja, aber das machen sie schon seit Territorium. Jahren Lassen Sie doch mal, wenn Sie auch einen Moment, Länder. Ich habe Ihnen ja auch geduldig zugehört. Es ist ein schwieriges Thema, vielleicht auch für die Runde ist es so schwierig. Das kann sein. Das halten wir aus. Ja, also in einer lockeren Runde ist es auch schwierig, so ein Thema zu diskutieren, sage ich ganz offen. Schön. Aber es ist in der Tat nichts hinnehmbar. Ob man mit Bombardierung allerdings IS bekämpfen kann, ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Warum ich zustimmen würde,
weil wir eine Beobachtungsmission haben und immerhin durch diese Beobachtungsmission dafür sorgen, dass diese Bombardierungen einigermaßen zielgenau wirklich die IS treffen. Das scheint mir eine vernünftige Funktion zu sein. Aber wir werden den IS nicht mit Bombenabwürfen besiegen, sondern nur mit Bodentruppen. Wo, das ist aber ausgeschlossen in diesem Einsatz. In dem ausgeschlossen. Aber wenn wir wirklich den IS besiegen wollen, also ich höre ja immer, mit militärischen Mitteln sei der IS nicht zu besiegen. Ja, mit was denn sonst? Ich meine, Sie haben recht, Frau Volkers. Natürlich müssen wir über die Ursachen reden. Natürlich müssen wir darüber reden, warum Jugendliche auf diesen Irrweg kommen. Nur, das ist wieder in der Medizin. Na, die Vorbeugung ist immer besser als die Nachsorge. Ja, aber wenn nun mal eine solche Situation da ist, dann müssen wir auch ad hoc mit diesen Verbrechern fertig werden. Das, da bin ich für Härte, absolute Härte gegenüber. Das stimmt, nur ich habe das Gefühl, dass Mord und Totschlag uns überhaupt nicht besonders weit bringt, sondern dass es tatsächlich sich immer noch lohnt, Ursachen anzuschauen und diesen IS-Leuten die Quelle der Waffenlieferung und die Quelle des Geldes, was sie für ihre Aktion brauchen, zu kappen. Das ist sicher auch richtig. Anstatt einfach nur Bomben zu werfen. Ja, nicht nur einfach Bomben werfen. Bodentruppen, wer soll das machen? Ja, das ist die Frage. Man hat die Kurden schon vorweggeschickt. Ja? Ja, die Kurden. Die waren die einzigen, die Kurden erfolgreich. Mit unserer Unterstützung einige Gebiete zurückgewonnen. Die Türken haben sich gefreut, dass die Kurden platt gemacht werden. Wie bitte? Ja. Also das ist kein gutes Thema für mich. Da rege ich mich so auf. Ja? Aber ich meine, dann ist es ein gutes Thema. Aber gut, also danke jedenfalls sehr für diesen Standpunkt, der deutlich ist. Ihrer war genauso deutlich. Wenn Sie noch weiter aufregen wollen, ist das völlig okay? Ja. Sonst frage ich Sie, was das Prozent ist, was Sie denn mitnehmen würden, Stefanie. Weil Sie sagten, da hängen Sie fest. Ja, da hänge ich fest. Jetzt bin ich ja schon wieder woanders. Aber, unter der Decke. Nein, ich finde das einfach einen ganz tollen Song, weil der so, der macht in dieser Wegwerfgesellschaft, das ist ja alles ein Thema hier. Das ist alles ein Thema. Wir haben so viel, weil andere wenig haben. Uns geht es so gut, weil es anderen schlecht geht. Das brauche ich ja niemandem erklären, das wissen wir alle. Deswegen teilen wir ja jetzt auch, dank eurer Plattform geht es jetzt auch zielgerichtet. Und natürlich brauchen wir irgendwie ganz wenig. Wir brauchen gute Freunde, wir brauchen gute soziale Kontakte. Wir brauchen im besten Fall einen Job, der uns Spaß macht. Das soll 1% sein? Ich finde, das sind 90%. Nein, ich meine, es geht ja bei den 99% geht es ja um diesen Konsumirrsinn, dass wir alle 5 Handys haben, alle 2 Jahre einen Computer kaufen, viel zu viel Klamotten im Schrank haben, von denen man kaum was anzieht. Da kann man jeder persönlich mal ausmisten. Da gibt es ganze Bücher drüber. Ja? Reduzier deinen Mist in deinem Schrank und du befreist dich von vielem. Also was wär unter den Gegenständen das, worauf Sie auf keinen Fall verzichten können? Gegenständen. Ich finde, das ist eine Frage, die wahnsinnig blöd ist, weil weil sie verführt so zum Lügen. Aber Gegenstände, darum geht's nicht. Es geht um das seelische Zeug. Weißt du, wie viel Zeug schleppen wir tagsüber mit uns rum, über was wir uns aufregen und was uns unglaublich Energie klaut. Und am Ende des Tages stellst du fest, du bist total fertig, nur weil es dich nervt, dass dein Bandkollege irgendwas gemacht hat, was dich vielleicht verletzt hat und du, blöde Kuh, es nicht hinbekommen hast, ihm das einfach zu sagen, damit ihr es klärt, weißt du? Darum geht's doch auch. Warum ist denn immer dieses blöde Ego im Weg, weißt du? Und dir würde es 1000-mal besser gehen, wenn ich ihm gleich gesagt hätte, du, können wir jetzt mal den Strom drin lassen? Das würde mir wesentlich meinen Tag erleichtern. Weißt du, darum geht's doch auch ein bisschen. Der blöde Instanz kommt wieder raus. Frau Volkerts, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass wir irgendwie Spannung miteinander hätten, ja? Darf ich eine große Gemeinsamkeit betonen? Wir beide tummeln uns in einer Sendung seit genau 26 Jahren. Oh. Ihre ist natürlich viel wichtiger und viel fordernder als meine, aber ich bin auch seit 26 Jahren dabei. Wissen Sie, welche die Frage ist, die ich in diesem Zusammenhang am meisten liebe? Wie lange wollen Sie das eigentlich noch machen? Haben Sie da eine gute Antwort? Und Sie? Ich sage das nur Verlogene. Verlogene? Solange die Zuschauer mich noch sehen wollen, solange ich der Herrgott noch will und so weiter. Ja? Antworten, die sind relevant, weil sie könnten eine Rolle spielen bei der Entscheidung, ob man sie noch will oder nicht. Was haben Sie denn für eine Antwort? Ich muss sagen, ich hatte durchaus vielleicht Sie ja auch, Ihre Krisen, wo man denkt, soll ich das weitermachen? Sollte ich da mal eine Pause einlegen? Sollte ich das mal hinschmeißen und meine anderen Qualitäten nach vorne
spielen. Schmeißen, das ist ein tolles Thema. Wann wollen Sie denn aus... Nee, jetzt habe ich gerade eine Phase, ich kriege eine neue Redakteurin, ich habe eine neue Fernsehchefin, ich habe neue Autoren. Jetzt passiert gerade was, was mir wahnsinnig gut gefällt. Wir sind im Aufbruch. Das wäre blöd, wenn Sie jetzt übers Hinschmeißen jetzt kann ich das nicht. Jetzt ist ein ganz schlechter Moment. Den habe ich verpasst. Ja, jetzt hänge ich da und mache es gern. Okay, aber Sie hatten solche Phasen. Einfach ich hatte die Phasen, die gibt es zum Glück. Und da kann man sich dann auseinandersetzen, da war ich auch ein Schisser. Aber das ist ja auch eine Sicherheit. Als jemand, der seit 26 Jahren ihren Weg da verfolgt in der Sendung, ja. Wie kann man ein Frauenbild da zeichnen, 26 Jahre ohne Partner und stattdessen mit einer Katze, die man aber nie sieht? Sie wissen ja gar nicht, wie viele einsame Frauen es in Deutschland geben, die sich danach sehnen, eine glückliche Beziehung zu haben und das auch sicher hin und wieder versehen. Ich musste ja alle Lover, die ich mal hatte oder die in meine Nähe kamen, musste ich ja erschießen. Ja, das fand ich auch immer so schade. Waren ja dann die Täter. Das fand ich so schade. Ja? Kann ich total verstehen. Wollen wir uns am übernächsten Sonntag läuft der nächste Tatort? Ja. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt, der uns auch deswegen besonders gefällt. Natürlich, weil Sie hier sind, aber weil auch ein Schauspieler da ist, ein Kollege von Ihnen, der uns bald besuchen wird im Februar. Und der, glaube ich, wirklich ein Geschenk ist. Jürgen ja, Kohler. Das ja? war unser dritter Tatort, also dritter mit mir. Aber das ist also in der Rolle natürlich ein Scheißkerl, aber ich glaube, Sie finden, wie immer. Aber Sie finden ihn, glaube ich, ganz gut, oder? Kann das sein? Der hat ja diese Ambivalenz, der ist ja nie immer nur Scheiße. Der hat ja einen Grund, warum er so ist. Und das funktioniert. Und okay. Es knistert. Schauen wir uns an. Haben die Drehbuchautoren das in Kenntnis ihrer Bizeps oder einfach nur so hingeschrieben? In Kenntnis. Auf den Leib geschrieben praktisch. So lange zeige ich denen schon, die müssten das kapiert haben. Das ja. Wo greifen Sie heute noch ein in die Drehbücher? Was versuchen Sie noch irgendwie da raus? Welchen Freiraum versuchen Sie sich noch zu erobern? Das ist ein mühsames Geschäft. Ich rede viel. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade einen kleinen personellen Wechsel. Und manche Autoren kennt man. Es schreiben aber bei uns auch immer wieder neue, was auch interessant ist. Die haben Sie auch was spontan? Dürfen wir, zum Beispiel, man sagt Ihnen nach, Sie würden ich gerne vermisse sich jedes prügeln. Mal. Ich würde, ja, natürlich. Also das ist ja, ich meine, ich muss mich ja in dieser, ich habe so angefangen mit dem Prügeln, plötzlich wurde ich dann so besänftigt. Ich war dann so die einfühlsame, empathische Kommissarin. Ich will mich aber wieder prügeln, ich möchte mich auch wieder streiten, ich möchte auch wieder rennen, ich möchte auch ein bisschen undercover ein paar Fehler machen dürfen. Ich will mich auch verlieben dürfen. Es gab tatsächlich in meiner Zeit, wo ich fast hingeschmissen hätte, so Regeln, die mir den Garaus gemacht haben. Ich durfte mich nicht verlieben, das würde den Charakter schwächen und ich durfte nicht trinken, das wäre ein schlechtes Vorbild und ich will das gar nicht mehr aufnehmen, weil es ist weg vom Fenster und weg vom Tisch und da habe ich so einen Zettel geschrieben, was man mir bitte wieder reinschreibt. Ich bin sportlich, ich bin streitbar. Ich möchte starke Gegner haben, so wie hier in diesem Tatort mit Jürgen Vogel an meiner Seite. Das ist einfach cool, da ist eine Energie, da braucht man gar nicht viel reden. Das macht Spaß und das ist eben auch beim Drehen spürbar. Steht Herr Strüsse auch auf Ihrem Zettel? Ja, wenn wir könnten, dürften wir dürfen ja nicht, weil wir sind ja, wir könnten höchstens mal versuchen, einen Saarbrücken-Ludwigshafen gemeinsam über zwei Sonntage am besten, ist ja jetzt am modern. Was steht denn bei Ihnen auf dem Zettel als Tatortkommissar? Sind ja so ein bisschen esoterischer in der Rolle, ne? Sie sind eher auspendeln als ich, oder? Ja, ach, Saarbrücken liegt vor, ich löse das dann, das Ding. Undercover. Undercover. Okay. Ja, also ich rede viel darüber und manches finde ich wieder und manches muss man weiter drum kämpfen. Und es gibt Autoren, die haben totalen Bock auf die Kommissare und es gibt Autoren, die haben totalen Bock auf den Plot und irgendwelche Psychopathen, die eben Mörder sind und deren Geschichte und benutzen die Kommissare für diese Polizeiarbeit, die man da eben drum bauen muss. Das ist halt sehr unterschiedlich. Gerade noch mal einmal wissen, was auf seinem Zettel steht von David Striso, was den Kommissar angeht, was die Rolle angeht. Haben Sie das auch mitgestaltet mit Adjektiven? Ja, ich war in der Rollengestaltung sehr aktiv. Ich habe so viel wie möglich reingehauen, was mir nahe ist. Ich habe so Respekt vor einer mittelfristigen oder langfristigen Figur. Mhm. Dass es nicht irgendwann langweilig wird, wenn es sich dann auf den Kommissar konzentriert. Und da habe ich so eine Menge einfach dem dazugegeben und kann dann von Fall zu Fall eben diese Eigenschaften
aus dem Hut ziehen. Ulrike Volkert sagte gerade, sie will was Körperliches, sie will sich prügeln. Stand das auch auf Ihrer Liste? Ich finde es immer lustig, wenn der Kommissar aus Saarbrücken in so Situationen kommt, wo es für ihn keinen Ausweg gibt. Mhm. Und wo es brenzlig wird und wo es auch mal auf die Nase gibt. Aber der kann sich auch wehren. Ja. Frau Volkert, wollen wir beide uns was vornehmen? Gemeinsam nur, um zu zeigen, dass wir uns gut verstehen. In den 26 Jahren? Ja, na, ja. In den nächsten, dass wir so in den nächsten 10 bis 20 Jahren gemeinsam aufhören. Streben Sie da, haben Sie da, ist das, hat das was mit Rente zu tun? Nee, einfach also so ich aus, ja einen Beruf, aus dem Bauch heraus. Irgendwie. Nee, das kann ich nicht unterschreiben. Ich finde ja meinen Beruf so toll, weil ich finde ja so großartig, dass ich nicht aufhören muss. Ich kann ja so lange, ich habe gerade so... Als Tatortkommissarin waren natürlich... Ach so, ich werde zur Miss Marple, das ist ja ganz klar. Ich werde ja nicht aufhören. Frau Odenthal in Rente geschickt wird, rollt die alten Fälle auf, natürlich. Also da wird wahrscheinlich bin ich nicht zu bremsen. Ich finde auch, ich habe jetzt gerade auch ein Theaterstück in Hamburg und spiele mit einem wunderbaren Kollegen, dem Joachim Bliese, der ist jetzt 80 und der macht das so brillant und der ist so, da träume ich doch davon mit 80 auch, dass für mich nochmal der Vorhang aufgeht. Wie wäre das? Ich wünsche Ihnen das von Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Auf der Bühne. Ja, die Vorlage Kerkelings Buch stand, glaube ich, über 100 Wochen auf der Bestsellerliste, wurde über 5 Millionen Mal verkauft. Habe Kerkeling lebt noch, ist auch sehr lebhaft. Wie viel Respekt hatten Sie vor dieser Rolle? Vor dieser Rolle hatte ich einen Riesenrespekt. Es gibt auch eine kleine Geschichte zu dieser ganzen Casting-Situation. Und zwar... Oh Gott, war es so unangenehm, diese Ton. Ich verkrieche mich in mich selbst beim Gedanken daran. Nein. Ernsthaft war es so, als das Buch erschien, hatte ich natürlich den Gedanken, das muss irgendwann verfilmt werden, das schreit eigentlich danach. Ja. Da war noch nicht der Gedanke dabei, dass es vielleicht um mich geht. Und als es dann darum ging, zum Casting eingeladen zu werden, traf ich mich mit dem Produzenten und freute mich und sagte, schönen Dank, ich komme zum Casting, kein Problem, wunderschön. Und er bereitete mich vor mit den Texten und dem Lied und so. Und am Tag des Castings verließ mich der Mut. Ich merkte beim Üben, ich kann's nicht. Ach, ich kann's einfach nicht spielen. Obwohl ich schon kann so viel gemacht nicht. Haben. Ja, aber ja, man fängt immer wieder von vorne an. Das ist auf der Theaterbühne so, das ist beim Film so. Ich habe das Casting abgesagt. Und bin an dem Tag hingefahren und gesagt, pass auf, ich spiele nicht. Spielen tue ich jetzt nicht. Wir können gerne reden. Ihr macht's Casting und ich wünsche euch toi, toi, toi. Ihr findet jemanden. Die haben auch wahrscheinlich jemanden gefunden, jedenfalls dachte ich, die drehen. Und ein Jahr später kam die Castinganfrage nochmal. Da dachte ich, naja, nur wäre ich auch wirklich blöd, wenn ich hingehen würde. Also, dann bin ich hingegangen und dann hat es geklappt. Aber beim ersten Mal habe ich gedacht, nee, das ist, wenn man jemanden so vor Augen hat, der wirklich existiert, von dem es unendlich viel Bildmaterial, Tonmaterial gibt. Will man auch gerecht werden dann irgendwie? Ja, man möchte ja nicht irgendwie so ein Kasper sein, der da so versucht, jemanden nachzukaspern. Was sagt Harpe denn dazu? Hat er den Film schon gesehen? Wir sind uns auf der Verleihung der Goldenen Kamera so en passant begegnet. Er wurde so weggezerrt, komm, wir müssen Fotos machen. Und ich bin so in die andere Richtung. Und es kam nicht zu einer richtigen Begegnung, aber es war so im Vorbeigehen. Hat mir gut gefallen, ich finde es ganz toll. Und hat Ihnen das was bedeutet, dass er das gesagt hat? Ja, na klar. Schön, dass Sie sich das bewahrt haben. Die Angst, meinen Sie? Nee, ja, so ein bisschen den Respekt. Und das hat auch so ein bisschen was von Demut. Weil bei der Filmografie könnte man ja auch denken, Sie sind so abgehoben, dass Sie vor gar nichts mehr Respekt haben. Ach, nee, ich glaube, das ist eine schlechte Ausgangsposition, wenn man so, also dieses falsche Abgeklärtsein oder man abgefuckt, ist, glaube ich, kein guter Berater, weil man sich den neuen Impulsen, glaube ich, ganz schwer öffnen kann, sondern man meint schon, die Lösung zu haben. Und man kann dann auch ganz leicht entwurzelt werden, weggekickt werden. Man wird ganz schnell dann auf Schwachstellen aufmerksam gemacht. Sie mussten ja auch körperlich ganz schön was leisten für diese Rolle. Ich meine jetzt nicht das Wandern, sondern ich meine das Zu- und Abnehmen. Es heißt, Sie hätten 10 Kilo zu- und abnehmen müssen und dann nochmal, weil noch nachgedreht wurde. Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Wie schwer fiel Ihnen das? Also, alle Frauen hängen jetzt an ihren Lippen. Ja, ich kann auch. Ich auch. Ich würde auch so gerne zunehmen. Ja. Frau Lorenz. Ja. Die Frauen wollen meistens abnehmen. Also, aber gut. Es gibt, also was dieses Zu- und Abnehmen betrifft, ist der Beruf ein Geschenk, wenn man ihn intensiv machen kann. Da kann man das ganz doll trainieren. Ich hatte für den Film 3 von Tom Tykwer hatte ich die Latte hochgelegt. Da war das, in 7 Wochen waren das 23 Kilo.
In 7 Wochen? Ja, wir haben gar nichts mehr gegessen? Oder? Doch, ich habe sehr viel Sport gemacht und andere Sachen gegessen. Okay, und was macht das mit einem, wenn man in so kurzer Zeit... Schlechte Laune vor allen Dingen. Also, es ist dann so, dass der Körper sehr wehtut, wenn man 2-mal am Tag so Kraftausdauertraining machen muss. Und das war aber alles okay. Es ist ein großes Geschenk. Seitdem kann ich da so ein bisschen flexibel mit umgehen. Und für ich bin dann mal weg, waren das wirklich so ein leichtes Aufspecken von 10 Kilo, genau. Und dann aber mit Drehbeginn auch schon wieder anfangen abzuziehen. Warum gucken Sie so skeptisch, Frau Volkerts? Weil ich mich frage, ich habe mich das ein paar Mal schon gefragt, ob ich das schaffen würde. Also gerade dieses Zunehmen, also bewusst zunehmen, das würde mir, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also genetische Voraussetzungen. Abnehmen kann ich mir, also dieses Sport und weniger Essen, das ist ja, aber zunehmen, wie nimmt man zu? Man kann doch nur so und so viel essen und dann ist Ende Banane. Wahrscheinlich keinen Sport mehr, Sie machen ja wahrscheinlich viel Sport. Ich mache ein bisschen Sport, so wie ich gerade Lust habe, aber also, ja, das ist, ich habe gute Gene und so. Aber dieses Zunehmen, da kann ich nicht verstehen. Trinkt man da Becher Sahne? Zum ersten Mal, dass er verstummt. Trinkst du dann Becher Sahne? Nee, das geht relativ simpel. Es gibt ja so ein Fetischding, das heißt Fieder. Da holt man sich irgendeine Person und füttert sie wirklich amtlich fett. Das ist dann schon das Extrem. Aber ich bin auch mal mit Freunden... Das ist was Sexuelles aber, oder? Fast? Nee, okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin sexuell motiviert. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch zum Vollzug kommt. Aber es ist eine sexuelle Störung auf jeden Fall. Ich bin mal mit einer Familie in Urlaub gefahren und die waren alle so gute, ich sag mal so gute 10 Kilo drüber. Ne? So durch die Bank weg, die gesamte Familie, Vater, Mutter und auch die beiden Söhne. Und es war ein 6-wöchiger Italien-Urlaub und wenn es Essen gab, gab es reichlich Essen. Und Standard war, einmal die Hand anzulecken und die Sachen zu berühren, die man selber essen möchte. Also das wurde mir von dieser Familie zelebriert. Und ich habe wirklich in 18 Jahren, oder mit 16, 17 war ich ungefähr, innerhalb kürzester Zeit 11 Kilo draufgepackt, ohne dass ich gefühlt mein Essverhalten geändert habe. Das war einfach die Art und Weise, wie man kocht. Und ich habe auch den Hang sehr, also ich habe mal ein vegetarisches Kochbuch gemacht oder ein Kochbuch ohne Fisch und Fleisch und das hat bei uns als Arbeitstitel Fett durch Gemüse, weil ich wirklich einfach, ich liebe halt bestimmte Produkte und ich bin sehr opulent und sehr, 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 sehr fett in der Kochweise und das geht schon, kann man machen. Also zieh 3 Wochen bei mir ein und du bist... Das ist mein Angebot, oder? Wenn man muss. Ich beschäftige mich auch ernsthaft mit Essstörungen. Ich habe immer das Gefühl, wenn du es mit Lust und mit Freigeist an so ein Thema ranmachst, dass auch gerade solche Sachen wie in Magersucht, da will ich nicht anmaßen, sondern ich beschäftige mich wirklich viel damit. Wenn du einen bestimmten Kontext zum Essen kriegst und die Leute auf eine bestimmte Art und Weise wieder an Nahrung heranführst, dass du eben... Das muss man ja gar nicht. Ich esse wahnsinnig gerne. Es geht mir über dieses mehr Essen, als man kann. Das ist schon interessant. Zum Beispiel Olaf Scholz, wir haben ein tolles Bild, wo man ihn mit Gerhard Schröder sieht und da waren sie schon anders im Futter. Ja. Obwohl Sie so wahnsinnigen Druck da hatten damals als Arbeitsminister. Also vielleicht deswegen? Also das Bild ist nicht eins, wo ich Arbeitsminister war, sondern Generalsekretär. Ein bisschen vor. Schauen Sie, da sieht man es. Das ist doch ein anderer Mensch. Inzwischen. Ja, das sieht etwas anders aus, aber man erkennt mich noch. Auf alle Fälle ist es so, dass ich zu denjenigen zähle, die eigentlich bei Stress essen und anders agieren als andere. Und ich habe das irgendwann versucht umzustellen und mich mehr sportlich betätigt. Das ist ja eine Veränderung in meinem Leben, das haben wir vorhin diskutiert. Und auch ein bisschen beim Essen aufzupassen und dann, seitdem geht es besser. Okay. Also Habe Kerkeling hat ja in dem Buch abgenommen durch das Wandern auf dem Jakobsweg. Wäre das was für Sie? Den Jakobsweg gehen? Den Jakobsweg mal gehen, also als David Striesow? Also wir haben natürlich gedreht auf verschiedenen Stationen. Wir sind sozusagen, haben den abgefrühstückt, den Jakobsweg. Mhm. Ich bin ihn sozusagen... gegangen. Ich glaube, zwischendurch sind Sie mal gefahren. Aber ganz kurze Strecken nur. Ja. So, ich habe auf jeden Fall das Zertifikat jetzt. Habe ich wirklich? Im Ernst? Ja. Ich würde jetzt als nächstes Tibet, sowas, etwas extremer. Nein, wirklich, ich würde eher mich noch kulturell so ein bisschen anders orientieren. Ich würde mich vielleicht außerhalb Europas was machen. Mhm. Herr Scholz, Sie wandern auch gerne, ne? Stand in der Bild-Zeitung, dass Sie jetzt gerade unterwegs waren. Habe ich gelesen. Ja, stimmt auch. Also meine Frau und ich wandern viel und meine Frau ist auch schon mal Strecken des Jakobswegs in Frankreich gegangen mit Freundinnen zusammen. Wir haben sich immer verabredet und sind eine Teilstrecke gegangen und sind dann im nächsten Jahr an der Stelle, wo sie aufgehört haben, weitergegangen. Aber nicht, um es einmal durchzulaufen. Und macht Ihre Frau das quasi aus sportlichen Gründen oder weil sie Einkehrsucht, weil sie irgendwie an einer Suche zu sich selbst auch zelebrieren möchte?
Das war, glaube ich, vor allem Spaß. Also das hat gut getan. Das sind, hat sie auch gesagt. Hat nein, gesagt. Das weiß ich schon, ja, dass es so ist. Und wir wandern ja selber miteinander ziemlich viel. Das ist Teil unserer Urlaubsplanung immer und das finde ich eine ganz gute Sache. Wiederholen wir die Frage, woran denken Sie beim Wandern? Da denke ich dann auch mal an unterschiedliche Dinge. Aber ich zähle nicht zu den Leuten, die sagen, wenn sie joggen, das brauche ich, um mal zu entspannen. Ich zähle sowieso nicht zu denjenigen, die viele Aggressionen an sich ranlassen. Da komme ich ganz gut mit klar. Und deshalb will ich nicht erzählen, dass ich da Probleme löse. Die löse ich an anderer Stelle. Es ist eine schöne Sache. Die macht mir Spaß mittlerweile. Am Anfang war das nicht so, aber ich bin ja noch ein paar Jahre ins Land gegangen. Das gilt fürs Wandern sowieso. Das ist ja nicht so eine anstrengende Sache. Und auch beim Rudern ist es, wie Sie vorhin gefragt haben, so, das ist eine nette Bewegung. Die gefällt mir. Und man kann was sehen. Zum Beispiel die Stadt Hamburg sieht vom Wasser ganz anders aus. Aber große Pläne schmiede ich da nicht. Okay. Ja, Sie rudern und David Striesow macht Yoga, heißt es. Es heißt sogar, dass er überall seine Yogamatte ausrollt, wo er kann. Ist das richtig oder ist das übertrieben? Es gibt viele, leider viele Hotels, da kann ich nicht mal die Yogamatte ausrollen, weil die Zimmer so klein sind. Oh. Aber wenn ich es kann, tue ich es gern. Und was gibt Ihnen das? Ich versuche das immer zu verstehen. Einige meiner Freundinnen machen auch Yoga. Ich habe das mal probiert. Ja. Bikram-Yoga in Hamburg. Ja. Einige sagen schon, hinter mir. Das war also ein Raum, das war so ein Dachboden. Da waren die Fenster sogar mit Folie zugeklebt. Und dann standen da, ich glaube, 40 Heizlüfter, die eine warme, trockene Atmosphäre kreiert haben. Ich konnte meine Augen, ich konnte die gar nicht mehr schließen. Meine Schleimhäute trockneten aus. Und dann machten da Frauen freiwillig 1,5 Stunden Verrenkung. Und haben sich nachher besser gefühlt. Ich nicht. Also, aber alle anderen. Und deswegen versuche ich die ganze Zeit jemanden zu finden, der mir erklären kann und allen, die sich mit Yoga noch nicht auskennen, was ist das Tolle am Yoga? Es geht gar nicht darum, groß viele verschiedene dolle Übungen, Verrenkungen, Sachen zu machen, die so unglaublich außergewöhnlich sind. Es ist bei mir auch ganz schlicht. Es gibt diesen Sonnengruß am Morgen. Und wenn man so aus dem Bett aufsteht, in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, und man sich in alle Richtungen dehnt und streckt und es einen Augenblick in diesen Positionen hält, dann ist das hinterher sehr, sehr angenehm. Ich habe zum Beispiel dadurch erst gelernt, mich nach vorne aushängen zu lassen. Das war irgendwie, kam nie richtig weit runter. Und so wenn man seine einfach Füße versucht zu erreichen. Genau. Das kann ich nicht. Und wenn man da anfängt, irgendwie Scheu zu entwickeln, geht man auch nicht mehr ran. Dann sagt man, ach nee, das kann ich eh nicht. Und wird immer gerader und immer steifer, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Und dann tut man es. Und dann ist es toll. Und dann macht man es lange nicht und dann denkt man, ach scheiße, verlernt. Dann macht man es wieder, überhaupt nicht verlernt. Können Sie mal zeigen, wie weit Sie kommen? Nicht weit. Also ich zeig mal, wie ich komme. Schluss. Nein. Lüge. Nee, wirklich jetzt. Ja? Fernsehen ist das Medium der Wahrhaftigkeit. Moment, wir haben ja nicht vom Stehen. Wir kommen nicht weiter. Wir haben nicht vom Stehen gesprochen. Das kann man auch im Sitzen machen. Ja, im Sitzen. Im Sitzen mit den Handflächen. Im Sitzen gibt es diese Übung, wo man quasi die Beine ausstreckt. Das war jedenfalls bei diesem Bikram-Yoga so. Ja. Und dann soll der Oberkörper sich da drauf klappen. Ja, aber man muss auch die passenden Hosen haben. Das ist ganz wichtig. Die ist super stretchig. Die ist super. Ja, ja. Aber wenn ich im rechten Winkel bin, ist Schluss. Und dann sagt die Yogalehrerin, ja, und jetzt nach vorne legen. Und dann sage ich, ich bin nach vorne gelehnt. Ja. Und dann drückt sie von hinten und es geht aber nicht weiter. Ist es denn wirklich so, dass man dadurch dann gelenkig wird oder muss man schon gelenkig sein, um Yoga praktizieren zu können? Ich denke, das ist einfach der Anfang, ist das Wichtigste und dann die Regelmäßigkeit, wie bei jedem Training. Und dann stellt sich das irgendwann ein, mehr oder weniger. Okay, mehr oder weniger. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass Sie zumindest den Versuch unternommen haben, mich zu begeistern. Und ich finde es ganz toll, dass Sie bei uns sind. David Striesow. Danke. Chili, darf ich einmal sagen, wie alt Sie sind? Weil die meisten Zuschauer werden es nicht glauben. 83. 83, ja, wirklich. Danke, haben Sie sehr viele Leute. Oh, haben Sie gesagt. Und Sie arbeiten jeden Tag oder nehmen sich längere Auszeiten? Nein, längere Auszeiten nicht. Ich arbeite auch, wenn ich in Italien bin, arbeite ich auch. Also es ist ja nicht so, dass Italien nur dolce far niente ist, das kennen Sie ja. Da Sie auch italienische Wurzeln haben. Ja, aber wenn ich Urlaub mache, mache ich Urlaub. Versuche ich jedenfalls. Ja, aber für mich ist es interessanter, dann an meinen Oliven zu arbeiten oder auch was anderes zu tun. Das ist ja auch, also
Sie haben gerade über Yoga gesprochen, Herr Streso. Für mich ist körperliche Betätigung, die nur sich mit meinem eigenen Körper so beschäftigt, die finde ich langweilig. Also lieber körperliche Betätigung, wo auch irgendwas Sinnvolles dabei herauskommt. Also wenn ich dann in Oliven arbeite, dann tut das den Oliven gut und meinem Körper. Und gibt es ein Olio d'Oliva extra vergine von Chili? Ja, das gibt's. Ja, das haben wir gerade geerntet. Und war eine gute Ernte, habe ich gehört, in der Toskana dieses Jahr? Diesmal war es ganz ordentlich. Und wie viele Flaschen kriegen Sie hin? Na, dieses Jahr ist so knappe 100. Das reicht für den Eigenbedarf und für ein paar Freunde. Klingt gut. Prima. Herr Schiele, nur damit wir die Vergangenheit noch mal abarbeiten. Stimmt das, dass Sie ein guter, passabler Kicker waren? Ich war Freizeit. Also auf so einen Rumpelfußball haben wir gespielt. So, das war so eine bunte Mischung von Literaten und Anwälten und... Also das war Freizeitfußball, also okay. Kein kenne ich in einem Verein. Da haben wir am Wochenende gespielt, bis ich mir den Knöchel verstaucht habe. Und dann war Schluss. Dann bin ich zum Volleyball übergegangen. Und als Sie richtig jung waren, stimmt es, dass in Ihrer Mannschaft der sehr viel jüngere Wolfgang Clement war? Nein. Mit Clement bin ich erst eigentlich bekannt geworden, dann in der politischen. Der Clement erzählt immer eine Geschichte, er hätte da irgendwann mal auf unser Grundstück geguckt und wir hätten da Croquet gespielt und das hätte ihn fasziniert. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Croquet ist. Nein. Croquet ist nicht Cricket, nicht? Cricket finde ich ja noch faszinierend. Ich dachte nämlich, dass Sie sich gerade versprochen hätten. Ja. Nein, Cricket würde ich ja gerne mal, dass wir in Cricket in Deutschland viel mehr stark einführen. Das ist ein meditatives Spiel. Die Regel, man greift ja nicht, was passiert. Die Leute denken immer nur nach. Also, okay. Ich weiß nicht, was da so richtig ist. Was ist Croquet? Croquet, da machen sie solche Tore und da muss man einen Ball mit einem... Ach, im Garten für Kinder dieses Spiel. Ja, ja, ja. Na, Croquet, so, dann muss man so einen Ball durch diese Tore da manövrieren. Mit so einem Holzhammer. Ja, mit so einem Holzhammer, richtig. Wie Golf für Kinder. Na, Golf nicht. Ja, nicht kein Loch, sondern ein Tor. Es geht ruhiger zu. Entfernt. Es geht ruhiger zu als beim Golf. Von Clement hat auch mal erzählt, er hätte immer gedacht, Sie kommen aus derselben Stadt, dass Sie für ihn immer der Bonzensohn waren. Hat er Ihnen das mal gebeichtet? Nee, diese hässlichen Bemerkungen hat er mir verschwiegen. Meinte er aber nett durchaus. Er sagt, ja, aber das wäre wirklich falsche Charakterisierung. Aber ich kann bestätigen, dass er die Geschichte, er hätte über den Gartenzaun geguckt und sehnsüchtig das Anwesen betrachtet, sehr oft erzählt hat. Ja, das hat er oft erzählt, das ist auch in Ordnung. Aber also meine Eltern in irgendeiner Weise mit dem Begriff Bonzen zu bezeichnen, halte ich für völlig falsch. Wir waren auch keine besonders reiche Familie, wir waren aber das, was man so nennt, das Bildungsbürgertum. Und das, was ich meinen Eltern verdanke, ist eben dieser Reichtum an Bildung. Das ist etwas, was sie das ganze Leben begleitet, besser als jedes. Sie haben auch musische Talente mitbekommen von ihren Eltern. Sie haben sogar mal verraten, dass eine Option, als sie jung waren, durchaus auch die war, den Beruf zu ergreifen von Frau Volkers und Herrn Schlüssel. Ja, das ist früh gescheitert oder relativ spät gescheitert. Ich bin immer bei Walter Frank, ich weiß nicht, werden Sie alle nicht mehr kennen, da sind Sie alle zu jung. Walter Frank war ein großer Schauspieler in Berlin und dann zu dem wurde ich eingeladen und wollte dem nun meinen Wunsch vortragen. Und dann hat er mit tiefer Stimme gefragt, sagen Sie, junger Mann, warum kommen Sie erst jetzt mit 25 Jahren auf den Gedanken, Schauspieler zu werden? Und damit war sozusagen schon, da hatte ich kein Argument, da war meine Schauspielerkarriere jäh beendet. Und sind Sie stolz darauf, dass Jenny, Ihre Tochter, diesen Beruf erfolgreich jetzt... Erfolgreich, auch gegen meinen Willen, ich war nicht dafür. Sie waren nicht dafür? Warum nicht, was wollten Sie? Sie hat ein ordentliches Studium angefangen, Slavistik, und auf einmal kam sie auf den skurrilen Gedanken, Schauspielerin zu werden. Das ist schwierig, sich da durchzusetzen, werden alle beide bestätigen. In dem Schauspieler ist nicht einfach, da eine Grundlage zu finden. Ja. Frau Volkert, also ist fünfmal gescheitert an der Schauspielerin. Ja, ja. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Ja? Also ich hatte meine Sorgen, dass da was Gutes wird. Aber es hat mir sehr imponiert. Und das ist auch so viel besser, als wenn da sozusagen der Vater sie da irgendwo hinschiebt. Das hat sie aus eigenem... David Striso da reinholen, weil ich weiß nämlich, dass Sie auch ganz früh... Die kauen gerade, ne? Entschuldigung. Aber ich denke nach beim Kauen. Sehr gut. Dass Sie relativ früh schon wussten oder dass die Lust am Schauspiel entdeckt haben, ne? Mit einem Freund zusammen. Ja, genau. Ach so, so früh, ja. Das war früh, das war in der bis zur fünften Klasse, ja. Rollenspiele. Ja, was genau für Rollenspiele? Oh mein Gott, ich weiß es nicht.
Aus jedem Kinofilm, aus dem wir rauskamen, den haben wir nachgespielt. Also auch ohne Kostüme. Und wenn wir dann am Sonntag irgendwann, ich erinnere einen Sonntag noch, wo wir nicht mehr wussten, wer wir jetzt gerade sind, sind wir nach Hause gegangen. Ganz böse. Jeder in sein Zuhause. Warum? Weil Sie nicht wussten? Wir wussten miteinander nichts anzufangen. Okay. Und wann war dann der Entschluss da, ich will das zu meinem Beruf machen? Der kam viel, viel später, nach einem Musikstudium und dem Zivildienst sozusagen gezwungenermaßen auf die Bühne zu kommen. Und Ihre Eltern, was haben die dazu gesagt? Wir haben gerade gehört, Herr Schiedler. Waren da sehr offen. Ja? Ja. Glück gehabt. Mhm. Aber ich habe es auch erst gesagt, als ich schon angenommen war. Und gehen Sie heute zu den Premieren Ihrer Tochter? Werden Sie eingeladen von ihr? Nicht immer, nicht immer. Nicht immer. Die letzte Premiere, die ich besucht habe, das war von meinem Schwiegersohn. Der Mann meiner Tochter ist der Thomas Kirstner und der hat eine interessante Oper geschrieben, Anna Karenina. Mhm. Und da war die Premiere hier in Bremen und dann bin ich gewesen. Das war eine tolle, tolle Aufführung. Ah, das freut mich. Sie waren ja auch mal für den Sport zuständig als Innenminister und haben sich in letzter Zeit, wo in diesem Land sehr diskutiert worden ist, die Frage, ob das Sommermärchen der WM 2006 ein gekauftes war, dezidiert geäußert und Sie haben klar gesagt, es war es nicht. Sie haben sich sehr früh da aus dem Fenster gelehnt und haben auch, nachdem die Vorwürfe sich konkretisierten gegen Franz Beckenbauer, weil er zum einen diese Bürgschaft übernommen hatte für diese Deal beteiligt waren von diesen 6,7 Millionen und dann auch noch etwas unterschrieben hat, was dem Verdacht nahe lag, legte, dass da möglicherweise ein Bestechungsversuch zumindest versucht werden sollte, auch Franz Beckenbauer verteidigt. Warum ist Ihnen das so ein so großes Anliegen? Also erstmal war diese Fußballweltmeisterschaft eine wunderbare Geschichte für unser Land. Wir haben eine wunderbare Geschichte. Und zwar, Deutschland hat sich in einer Weise präsentiert, als modernes, weltoffenes Land. Ja, lockeres, sogar lockeres Land, was eigentlich nicht in unseren Genen sozusagen veranlagt ist. Großzügig. Und es hatte großzügig war, die Welt zu Gast bei Freunden war das Motto. Wir haben damals ein Kulturprogramm gemacht, mit dem genialen, mein Freund André Heller, wunderbar. Also sowas hat es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft noch nie gegeben. Das berühmte Programm, was dann nicht zustande kam. Doch, das zustande kam. Das eine, aber nein, 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 das kam, das Kultur, das wird ja immer verwechselt. Die Medien bringen ja alles durcheinander, leider. Manche. Also in dem Fall fast alles. Und also das Kulturprogramm hat stattgefunden. Was nicht stattgefunden hat, war die Auftaktveranstaltung. Genau. Das war nur ein Ereignis, was übrigens einen anderen Charakter hatte, weil das eine FIFA-Veranstaltung war. Das andere war Veranstaltung hier der Bundesrepublik Deutschland. Das war wunderbar. Also daran lasse ich jetzt nichts. Da sollten wir uns die Freude auch nicht nachträglich daran verderben lassen. Dass da einige Dinge sind, die aufzuklären sind, ist in Ordnung. Da gibt es auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, da gibt es die Freshfields Anwaltskanzlei. Aber der Franz Beckenbauer ist alles andere als jemand, der irgendwo jemandem Geld zusteckt, um die Fußballweltmeisterschaft zu geben. Und dieser Vorgang, den Sie da zitiert haben, der kommt aus dem Jahr 2002. Das war nun nach drei Fuß. Zwei, also nachträglich kann man nun, ich weiß nicht, das wäre die Magie hoch drei, eine Entscheidung nachträglich noch beeinflussen zu können. Also, so weit ist es ja noch nicht gegangen. Halten Sie denn den Zeugen, den Kronzeugen Theo Zwanziger für glaubwürdig? Den halte ich nun überhaupt nicht für den großen Helden in der Angelegenheit. Denn der hat uns ja was Falsches da erzählt im Aufsichtsrat. Nämlich? Naja, mit diesen 6,7 Millionen, das waren ja damals 7 Millionen. Es wurde damals erzählt, 7 Millionen sollen ein Beitrag sein für diesen Teppich, LED-Teppich, den der André Heller sich da ausgedacht hatte, für das Olympiastadion in Berlin. Und das hat die Kosten natürlich enorm gesteigert. Da hat er Zwanziger uns erzählt, dafür wollte der DFB noch mal 7 Millionen zuschießen. Das war eigentlich auch plausibel, war alles durchaus begründbar. Aber im Hintergrund ist da ganz was anderes gelaufen. Nämlich? Also ja, das sind diese 6,7 Millionen, das war dann also noch ein bisschen weniger, die dann für irgendeinen Kredit von Herrn Dreyfus da... Aber wie erklären sich, ich glaube, jeder Mensch, der uns auch jetzt wieder zuhört, versteht nicht, warum so ein großer Verband einen Betrag, einen Kredit aufnehmen muss von Herrn Dreyfus. Also wie erklärt sich das so ein erfahrener Mensch, der dazu noch Innenminister war und Jurist ist, so einen Vorgang? Der ist schwer erklärbar. Mir war der Vorgang ja als solcher nicht bekannt. Sonst hätte ich da auch dagegen interveniert. Aber die Erklärung, die abgegeben wird, die ich nun höre,
Und da ist die FIFA ist eine merkwürdige Institution, wie wir inzwischen auch wissen. Ja? Mhm. Die FIFA sollte ja einen Organisationszuschuss geben. Ja, die FIFA ist ja die, die das Geld einnimmt bei der Weltmeisterschaft. Absolut. Sollte also einen Organisationszuschuss geben und hat den nur gegeben gegen eine Gegenleistung oder wenn so eine Kontozahlung oder ein Kickback nennt man das eigentlich. So, warum das gewesen, das müssen andere beantworten. Aber der Vorgang ist jedenfalls nicht so, dass das die Vergabe der Weltmeisterschaft beeinflusst wird. Das ist ein komischer Vorgang, der aufgeklärt werden muss, hat aber mit der Vergabe der Weltmeisterschaft nun gar nichts zu tun. Bleibt es dabei, dass Sie in 8 Tagen aussagen müssen? Ich muss nicht. Aber Sie fahren gerne nicht, und freiwillig hin. Ich gehe zum Sportausschuss und bin eingeladen, bin ja nicht geladen, sondern eingeladen. Ich komme gerne und rede mit den Herren Bundestagabgeordneten über diesen Vorgang. Und wie wird das ausgehen, Ihrer Meinung nach, der gesamte Vorgang? Das kann ich nicht sagen, was da passiert. Ich kenne die Akten nicht und finde auch nicht gut, wie der ganze Sache angegangen worden ist. Tadel ich auch an Herrn Zwanziger. Herr Zwanziger sagt ja, er hätte das damals gewusst und dann wurde irgendwie über mehrere Jahre ist sein Gewissen stillgelegt worden und nach vielen Jahren, nachdem er sich von seinem Anwalt hat bestätigen lassen, dass ihm da nichts passieren kann, dann auf einmal wachte sein Gewissen plötzlich auf und die Beichte legte dann beim Spiegel ab, das ist auch nicht so gut. Und hätte sie besser bei uns ablegen sollen. Nein, er hätte, hätte Meintaten zu den Instanzen gehen sollen, zum Anwalt, Meintaten bei Freshfields oder zur Staatsanwalt, was immer. Aber nicht so. Das finde ich nicht gut. Lassen Sie uns über ein anderes Thema reden. Allerdings, einen Satz möchte ich doch noch loswerden. Ich glaube, Sie dürfen sich nicht darüber wundern, dass die Menschen der FIFA inzwischen alles zutrauen. Und denen, die mit der FIFA zusammenarbeiten, auch. Und daran hat die FIFA einen kleinen Anteil. Da hat sie einen großen Anteil. Ja, das war auch ironisch gemeint. Ja. 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 Nur das Problem ist, wir laden das jetzt alles bei Herrn Blatter ab. Mhm. Aber Herrn Warner. Ja, aber Sie müssen ja wissen, dass das Exekutivkomitee wird von den Präsidenten der Fußballverbände bestückt. Mhm. Also es kommt aus den nationalen Verbänden. Die können sich ja von der Verantwortung nicht freisprechen. Ja, eben. Ja? Ja. DFB ist ja auch Teil des Ganzen. Alle sind da mit dabei, ja. Herr Schiele, ich glaube, dass sich viele im Lande gefragt haben, was würde eigentlich Otto Schiele machen und sagen vor allen Dingen, wenn er heute noch in Amt und Würden wäre und er es mit einer solchen Herausforderung zu tun hätte, wie den massenhaften Zustrom von Flüchtlingen, wie wir in dieser zweiten Jahreshälfte erleben. Da will ich Ihnen 2 Dinge sagen. Erstmal ist es wirklich ein großes Lob an diejenigen, die heute also freiwillige Arbeit leisten und wir uns als Land auch weltweit darstellen, die hilfsbereit sind gegenüber Flüchtlingen. Das sage ich mal vorweg. Mindestens genau wie 2006. Jetzt kommt das Zweite. In dieses Lob übrigens beziehe ich auch die Beamten der Polizei des Bundes und der Länder ein und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration. Das, was die Menschen heute leisten, ist unglaublich und da verdienen sie ein ganz großes Lob dafür. Jetzt sind wir gespannt auf den zweiten Punkt. Jetzt kommt das Zweite. Auf die Dauer ist es nicht durchhaltbar, dass der Staat nicht mehr darüber bestimmt, wer zu ihm kommt. Das ist dann die Aufgabe der Staatlichkeit. Und das liegt natürlich an einem Konstruktionsfehler, den wir haben. Den müsste ich viel ausführlicher darstellen, als das hier in der kurzen Zeit. Aber ich versuche anzudeuten. Ja, aber Sie sagen, das darf nicht sein. Das Asylverfahren ist ja von der moralischen Intention vernünftig. Aber das Asylverfahren ist heute degeneriert zu einem Zuwanderungsverfahren. Das heißt, ich muss nur das Wort Asyl können, dann habe ich einen Aufenthalt in diesem Staat auf eine bestimmte Dauer und habe sogar die Aussicht auf womöglich einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz.
Und das ist nicht der Sinn des Asylverfahrens. Also deshalb habe ich mich ja bemüht, in dem Zuwanderungsgesetz eine zweite Tür zu öffnen. Die haben wir aber noch nicht richtig offen, sondern wir haben eine viel zu starre Struktur. Wir müssen zwei Türen. Was folgt daraus? Wir brauchen zwei Türenverfahren. Wir müssen demjenigen sagen, der zu uns kommt, hier gibt es eine andere Tür. Geh da in die Tür, dann prüfen wir, ob du hier auf Dauer bei uns bleiben kannst. Deshalb heißt das ja nicht, dass wir nicht unseren moralischen Verpflichtungen. Aber auch da ist besser aktiv. Ich bin immer für eine aktive Flüchtlingspolitik gewesen. Auf den Gedanken kommt man ja heute erst. Gut, da glaube ich, würden alle zustimmen. Was würden Sie denn demjenigen sagen? Wir haben eine passive Flüchtlingspolitik. Ja. Wir lassen die Probleme auf uns zukommen, anstatt auf die Probleme zuzugehen. Heute erst kommt man, das habe ich damals schon gesagt, wir müssen EU-Außenstellen haben in Nordafrika, in der Türkei, da wo die Flüchtlinge sind. Herr Schüller, da glaube ich, würden alle zustimmen. Nur was sagen Sie denn, wenn heute die aktiven Politiker sagen, wir können diese Flüchtlinge gar nicht aufhalten? Was sollen wir machen? Sollen wir wieder Zäune errichten, Mauern, sollen wir Schießbefehl geben? Was sagen Sie dann? Ist es steuerbar, Ihrer Meinung nach, oder ist es jetzt, wo diese Fehler in der Vergangenheit gemacht worden sind, auch gar nicht anders zu lösen, als so, wie wir es jetzt mühsam versuchen? Es ist schwierig, immer wenn ein Problem verschleppt worden ist, ist es natürlich schwieriger zu lösen als vorher. Ist klar. Wir haben die Probleme verschleppt. Und das ist wie bei Krankheiten, wenn die verschleppt sind, bei Umweltfragen, die verschleppt wurden, dann wird es immer schwieriger. Und so ist es. Und da will ich auch jetzt niemanden tadeln, wie die gehandelt. Also ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt. Aber ist die Belastungsgrenze erreicht, Ihrer Meinung nach? Ach, wissen Sie, das ist eine müßige Diskussion. Sie haben das Wort mal benutzt. Ja, ich habe es auch mal benutzt. Es war wahrscheinlich ein bisschen voreilig, will ich mal selbstkritisch sagen. Aber dass es irgendwo auch Grenzen gibt, muss man wissen. Das gilt ja für jeden. Wenn Sie eine Wohnung haben und Sie wollen jemanden aufnehmen zu Hause, dann werden Sie auch sagen, irgendwo gibt es eine Grenze. Herr Schiele, mehr als 20 gehen nicht. Ich kann lesen und schreiben und rechnen. Ja. Was ist denn die Grenze und wie wird diese Grenze berechnet? Also ist das eine nationale Grenze? Man kann keine Grenze. Oder haben wir eine Finanzgrenze oder ist eine Platzgrenze? Das frage ich. Selbe ist ja mit dem Kontingent. Jetzt werden Kontingent ist ja vernünftig. Aber wer bestimmt darüber? Oh. Wann ist die Grenze? Wir könnten jetzt auch sagen, eine Grenze ist jetzt, lass einer sagen, eine geschätzte Zahl, 1 Million. Wollen Sie dann denjenigen, der jetzt an der Grenze ist und sagt, also ich bin nicht nach Hause, werde ich gefoltert, wollen Sie den abweisen? Können Sie doch gar nicht. Herr Schiele, ich würde gerne mal einmal Stefanie fragen und Andreas, weil ich weiß, dass ihr zu Zeiten dieser Pegida-Demonstration auch gepostet habt auf euren Facebook-Seiten und klar Stellung bezogen habt, Refugees welcome, und ihr engagiert euch sehr gegen rechts und ihr setzt euch ein für Flüchtlinge. Was denkt ihr, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr hört, wir reden über Obergrenzen, wenn es um Zahlen und Kontingente geht, was macht das mit euch? In allererster Linie sitzen wir als Menschen, als ganz normale Typen, egal was wir beruflich machen oder nicht. Und da geht es in allererster Linie darum, dass die Leute da sind. Und da ist mir jetzt auch erstmal, ist es erstmal für mich als Mensch, ich kann nicht als einzelner Mensch jetzt die großen Probleme klären. Ne? Wo fängt der Krieg an? Warum kommen die Leute überhaupt? Warum müssen die aus ihrem Land weg? Sondern das, was ich tun kann, ist das jetzt für mich zu entscheiden, wie kann ich da offen sein? Und da ist es mit Sicherheit keine Lösung, rassistisch an die Sache ranzugehen oder mit Gewalt, sondern da muss ich als einzelner Mensch gucken, wie ich einfach Menschlichkeit zeigen kann und sagen kann, wo kann ich helfen? Weil die Situation ist jetzt erstmal da und das ist das, wie ich das erstmal sehe, ohne dass ich jetzt die großen politischen Fragen beantworten kann. Dafür sind die Politiker da, weißt du? Die Fragen zu lösen und nicht ich. Ja, das ist sicher richtig. Wenn Sie jetzt jemandem gegenüberstehen und der ist hilfsbedürftig, dann ist es gut, wenn Sie ihm helfen wollen. Aber Sie kommen um die Frage ja nicht rum und die Verantwortung hat die Politik, zu sagen, überfordern wir uns an einer bestimmten Stelle. Das muss die Politik, da muss die Politik Lösungen dafür finden. Und ich bin ja sehr für Schengen und Schengen ist eine der großen Errungenschaften für, also die Freizügigkeit ohne Grenzkontrollen. Aber wenn wir das setzt voraus, dass wir die Außengrenzen schützen können. Schengen setzt voraus Schutz der Außengrenzen. Und ich sage Ihnen voraus, wenn der Schutz der Außengrenzen nicht gelingt, dann wird Schengen fallen. Dann werden wir wieder nationale Grenzkontrollen bekommen, weil das gar nicht anders geht. Es wird irgendwo der Punkt kommen, da wird selbst die freundlichste Rote Kreuzhelferin sagen, das geht nicht. Das geht Ihnen genauso, wie gesagt, wenn Sie bei ihr zu, können hier alle in Ihren Wohnungen noch, ich kenne solche Situationen aus meinem Leben,
Das war eine andere Situation, muss man nicht so. Aber ich weiß, nach dem Kriege, da kriegten wir doch in unsere Wohnung Zwangseinweisungen. Ich sage Ihnen, was passieren wird hier im Volk, wenn auf einmal Zwangseinweisungen kommen. Ich glaube, dann wird es allmählich unruhig werden. Ja? Also so weit wird es nicht kommen und so weit sind wir auch. Wir müssen leider, so weit wird es nicht kommen, sagt Herr Scholz, der trotzdem eine erhebliche Belastung zu managen hat. 10.000 Flüchtlinge in diesem Jahr. Im nächsten Jahr 1 Milliarde wahrscheinlich an Aufwand zusätzlich, um die Flüchtlinge zu versorgen. Wir müssen leider zum Abschluss kommen hier. Ich weiß, dass, und wir werden das Problem leider auch nicht lösen, ich weiß, dass, oder ich habe das Gefühl gehabt oder gespürt, Herr Schily, dass Sie im Verlauf des Amts gelitten haben darunter, dass Sie hier in einer Unterhaltungssendung gelandet sind. Ich finde, es hat aber sehr gelohnt, auf Sie zu warten und auch zu diesen Themen, die nicht so leicht sind, Ihre Position zu hören, klar und deutlich wie immer. Herzlichen Dank. Ich habe gerade gesagt, Ihr Spezialgebiet sind Pornos. Damit meinte ich natürlich Porno-Comics. Ich wollte gerade sagen, ja. Dass ich wieder Fachmann für Pornos bin. Das würde ich ja so. Also bei mir sind die Nasen immer dicker als der Pimmel. Deswegen würde ich diesen Unterschied mal einfach so. Aber um mal auf Pornos zu kommen, was glauben Sie, wie viel Prozent unserer Zuschauer hier erkennen sich mit Pornos aus? Wenn Sie ehrlich wären. 80. 80%. Das bedeutet ja, dass Sie eigentlich Mainstream machen, ne? Ja, ich mache ja keine Pornos. Das nee, aber Porno-Comics. Also Sie machen einen Comic nicht. über Mainstream. Nein, also selbst in diesem Buch, das Porn-Story heißt, hat mein Kollege Nicolas Mahler die expliziten Szenen gezeichnet. Nicht, dass ich das nicht gekonnt hätte. Und ich habe auch sicherlich viele, viele Bücher gemacht, wo auch mal ein Pimmel zu sehen war. Aber mir geht es ja um die Inhalte und nicht um das nackte Rödeln. So, das ist es ja nicht. Nicolas Mahler hat einen so wunderschönen, minimalisierten Strich, dass es gar nicht obszön sein kann. Und das, genau das wollte ich halt in dieser Geschichte. Weil es ist eigentlich eine Familiengeschichte, Vater, Mutter, Sohn. Der Sohn ist pubertierend und in diese Familiengeschichte kommt halt eben raus, dass da auf dem Dachboden liegt eine Plastiktüte, da sind Pornos-DVDs drin. Die Mutter meint, dass der Sohn dahinter steckt, weil die Kiste eigentlich dem Sohn gehört, aber eigentlich ist es der Vater. Also es geht mir um die Geschichte und nicht um die Pornos. Und Nicolas Mahler hat das wunderbar gelöst, dass er auch den Schweinkram gezeichnet hat, ohne dass man sich peinlich berührt fühlen musste. Ja, das stimmt. Vielleicht könnten Sie einmal was lesen aus dem Buch, damit wir uns ein bisschen so eine kleine Vorstellung machen können. Ja, ich lese meine Comics ja auch vor. Will man den Pornos hören? Also ja, also in dem Fall, ja, wir können sie auch zeigen. Ich mache Lesungen. Also jetzt am 7. Dezember im Schmidt in Hamburg werde ich vorlesen. Also es ist jetzt willkürlich daraus, zwei Frauen unterhalten sich über Pornos, da kommt dann eine dritte dazu. Bing! Das ist Suse, meine Babysitterin. Die hat zum Thema Pornos bestimmt auch was zu sagen. Pornos? Also wenn, dann gucke ich schwulen Pornos. Ach, da quietschen keine doofen Tussis rum und die Kerle sind leckerer. Hör dir das an. Da käme noch eine Pointe. Da käme noch eine Pointe, aber es ist jetzt willkürlich ausgelebt. Im Schmidt-Theater lese ich das Ganze vor. Also wenn sagen Sie die Pointe auf jeden Fall noch. Bitte? Erzählen Sie die Pointe bitte. Nein, da sind ja viele Pointen drin. Mhm. Ich wollte eigentlich eine andere Szene vorlesen, aber die war dem Sender hier zu heiß. Das durfte ich nicht. Und während ich im Zug saß, wurde mir mitgeteilt, wir machen das alles ganz anders. Deswegen sind das jetzt drei Bilder gewesen, die eigentlich eher nicht so witzig waren. Was hat denn diese Geschichte, die Pornstory, mit Ihrem eigenen Leben zu tun? Ich war 11 Jahre alt, da habe ich im Schrank meines Vaters diese Super-8-Filme damals entdeckt. Die ist ja also, wir reden hier von den 70er Jahren, da waren diese dänischen Pornos, die waren, glaube ich, in jedem zweiten Haushalt und so auch in unserem. Da gab es halt so ein paar Super-8-Filme, sehr harmloses Zeug, also im Vergleich zu dem, was es heute so gibt. Und ich musste Argus-Augen gehabt haben. Ich habe diese ganze Rolle dann so weil ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ne? Und ich habe dann irgendwie gerollt und gespult und so. Und diese Entdeckung hat schon mich sehr geprägt. Und diese Diskussion, ob Kinder und Jugendliche, wie die mit Pornos auch heute umgehen, gerade wo das halt im Internet mit einem Mausklick so schnell zu erreichen ist und auch ganz andere Bilder zu erreichen, als das damals war. Das fand ich einfach interessant für dieses Buch, weil ich wollte wissen,
Wir finden Frauenpornos, wir finden Heteromännerpornos, wir finden schwule Pornos und wir finden Kinder vor allen Dingen Pornos. Ich wollte das auch gar nicht werten, ich wollte das aus verschiedenen Blickrichtungen. Welche Antworten haben Sie darauf gefunden? Diese Szene, die wir ausgesucht haben, die zeigt ja so ein bisschen, wie finden Frauen Pornos? Wer meine Comics kennt, wird wissen, dass die Frauen bei mir meistens so ein bisschen zickig rüberkommen, aber das tun die Männer ja auch, von daher finde ich diesen Vorwurf immer ein bisschen schwierig. Aber Frauen, sie haben natürlich zu Recht Vorbehalte gegen Pornos, die Männer produzieren. Also das sind ja... Und Entschuldigung, ich hänge noch einen Satz fest. Warum sollen sich Kinder zu Pornos verhalten? Ist es, sollten Kinder absolut nicht Pornos irgendwie... wir sollten ja nicht alles tun, damit Kinder keinen Pornos sehen. Ja, aber sie sehen es ja, ne? Ja, aber sie sehen es ja. Das ist ja nur eine Realität. Und das habe ich halt hier gezeigt. Ich habe es halt 11-Jährige gesehen. Hm. Und ich weiß noch, wie ich diese ganze Filmrolle abgespult habe mit klopfendem Herzen. Und da hatte ich natürlich kilometerweise Filmspule um mich rum. Und plötzlich hörte ich das Auto meiner Eltern. Und das war natürlich super. Da musste ich den ganzen Wust unter das Ehebett meiner Eltern schieben, damit das nicht auffällt. Also das war schon mit Aufregung verbunden. Und diese Aufregung hat mich also begleitet. Immer wenn meine Eltern gerade mal einkaufen waren, war ich da die Treppe hoch und habe mir das Zeug angeguckt. Von daher, das hat mich schon auch geprägt. Und ich glaube auch tatsächlich, also meine Bücher gehen viel um Sex. Mhm. Keine Pornos, aber es geht halt natürlich viel um Sex. Und ich glaube, dass ich da einfach geprägt bin. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also. Was haben Sie denn gedacht als Kind, um die Frage von Giovanni zu beantworten, als Sie das damals gesehen haben, diese Bilder? Erinnern ich habe gar nichts gedacht. Ich habe da gestiert. Und, und eben, ja, also gedacht habe ich da nichts. Ich habe irgendwo gelesen, dass das für Ihre Familienangehörigen, also dass Sie dachten, das sind naja, ich Oma wusste Erna. Ja nicht, dass man, ich wusste nicht, dass man Pornos kaufen kann. Das war das erste, was ich, das allererste, was ich gefunden habe, das ist auch im Buch so drin, waren Dias. Das waren so Lichtbilder, die, ne, wir wissen noch, was die sind. Und die habe ich dann dagegen gehalten und ich dachte, das ist, also ich kannte ja nur Dias im Zusammenhang mit Urlaubsfotos oder Hochzeitsfotos oder so. Und plötzlich sehe ich da etwas, was so ganz groß ist und in irgendeinem Mund steckt. Und ich war natürlich völlig schockiert, weil ich erst dachte, wer ist das? Sind das irgendwie Freunde meiner Eltern oder so? Das hat mich schon etwas verstört. Aber ich kam dann doch recht schnell dahinter, dass man das kaufen kann. Ja. Tim, wann hast du deinen ersten Porno gesehen? Weißt du das noch? Hast du schon mal einen gesehen? Oh. Ja, ja, ich komme aus Pinneberg und von daher. Die Erklärung. Großes Thema bei uns. Also auch das, dass selbst Elfjährige finde nicht, dass sie Pornos sehen sollten, aber man kommt in Kontakt mit Dingen. Bei uns war es wirklich ein Schuppen, wo der Vater versucht hat, alles zu verstecken: das Luftgewehr und die Pornos von einem Freund. Das Luftgewehr wurde benutzt und die Pornos werden benutzt. Wir haben jetzt nicht hier oben rumgespielt, sondern wirklich dann auch unten rumgespielt und. Ich weiß nur, dass ich damals das eigentlich relativ unattraktiv fand. Also das hat mich gar nicht begeistert. Die haben Dinge gemacht, die ich so nicht verstanden habe. Warum soll ich Dinge im Mund nehmen, wo andere rauspinkeln und so. Also das waren wirklich so ganz naive Fragen, die wir uns gestellt haben. Das Grundsätzliche, den Akt selber, fanden wir auch spannend und faszinierend. Aber so Techniken und Praktiken, die waren eher so irritierend für uns damals. Und also ich finde es nicht ganz so dramatisch. Ich finde es jetzt schlimm. Also schlimm, ich finde es halt krass, wenn man heutzutage auf Channels unterwegs ist. Und das sind wir alle mal zum Gucken und zum vielleicht auch der eine oder andere, um sich da ein bisschen anregen zu lassen. So YouPorn, YouTube, YouUp, Pornhub und so den ganzen anderen Kram. Ich finde es halt aber teilweise echt schon krass, was junge Menschen, also mit welcher Härte die mit dem Thema konfrontiert werden. Das finde ich schon krass. Also weil das sind ja teilweise auch Online-Plattformen, die Kinder erreichen können. Ne? Das sind Filme, die also auch ausgetauscht werden auf Schulhöfen. Ja, ja. Ich meine, auch bei uns wurde auf dem Schulhof wurden Filme damals ausgetauscht, die eher was mit Gewalt zu tun hatten oder die, also jetzt nicht ganz so, Pornofilme waren dann auch schon noch ein bisschen was Schmuddeliges, aber Gewaltfilme wurden bei uns auch getauscht unter der Hand, irgendwie die keine, die FSK 18 hatten, irgendwie auch im Alter von 11, 12 Jahren, also das ist da, das dürfen wir nicht verneinen, aber ich finde halt einen intelligenten Umgang damit zu erklären, dass das, was da praktiziert wird, oftmals mit einer normalen Sexualität, und ich will jetzt keinen Wegdrücken machen, sondern einfach, ich beobachte, dass zum Beispiel junge Mädels heutzutage schon oftmals einen echt nuttigen Charakter haben. Einfach durch einen Druck, der, glaube ich, durch solche Plattformen teilweise entsteht, dass sie meinen, sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise körperlich zur Verfügung stellen zu müssen. Mhm. Und das, glaube ich, ist da, wenn man das nicht thematisiert und darüber spricht, sondern sagt, oh, das dürfen die gar nicht, dann findet das so ein bisschen statt. Aber wenn man das ganz offen anspricht und sagt, vorne gesehen, ja, nein, was ist da, Dinge sind okay, das ist eventuell eine Ebene. Frauen werden ja gerne unterdrückt in Pornos dargestellt. Ist das auch Ihre Erfahrung? Nein, das war ja meine Idee, das Buch überhaupt zu machen, diese verschiedenen Sichtweisen darauf.
Das klang ja auch gerade schon an, ne? In dem Ausgebildeten. Ja, erstmal mache ich lustige Bücher. Das geht mir hier zu sehr in eine Diskussion, als würde ich jetzt ein ernsthaftes Sachbuch über Pornografie und Gewalt und Pornografie oder so. Es soll lustig sein und ich glaube, ja, wir nehmen unsere Gäste so gerne als Anregung, um auch mal ein ernstes Gespräch zu führen über bestimmte Dinge. Wie ein ernstes Gespräch? Ja, ein ernstes Gespräch über Pornografie. Ja, natürlich kann man das, klar. Was ist die Frage? Die Frage war, ob Sie das bestätigen können, was Tim Mälzer gerade gesagt hat. Ja, natürlich. Weil Sie beschäftigen sich mit dem Thema, dass Kinder natürlich auch und vielleicht auch Mädchen in ihrem Rollenbild beeinflusst werden durch Pornografie. Ja, natürlich ist das so. Also ich bin der Letzte, der sagt, dass Kinder Pornos sehen sollten. Ich nehme nur die Realität, wie sie ist. Kinder sehen das heute auf dem iPhone. Mhm. Ich habe da auch so einen 11-jährigen pubertierenden Jungen da drin, der das eher total gelassen sieht. Also die Eltern sind viel aufgeregter als der Junge selber. Der sagt also, hey, ich bin 11, ich werde da schon mal ein Porno gesehen haben. Also die Zeiten haben sich einfach geändert. Und ich habe versucht, das komische Potenzial daraus zu holen. Und finde es jetzt schwierig, also es so ernst anzugehen. Das ist zwar jetzt nicht meine, also aus dem Buch können sicherlich auch Diskussionen entstehen. Ich denke mal, ich habe auch schon Briefe gekriegt und E-Mails oder so. Ich meine das doch gar nicht ernst und ich finde das ja gut, den humoristischen Ansatz, um ein Thema mal etwas breiter zu beleuchten, als wir das sonst uns normalerweise trauen würden. Ja. Weil wenn wir jetzt hier fragen würden, wer hat schon mal unaniert, dann wären alle so gar keiner. Und die, das ist weil es natürlich ja. Wir also Pornos gucken immer nur die anderen. Sind in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Also Pornos gucken immer nur die anderen. Also ich habe eine Fernsehdokumentation gesehen, wo irgendwelche jungen Regisseure dokumentieren wollen, wie Porno in Deutschland entsteht, meinetwegen, oder so. Das wird immer irgendwie hihi. Erstmal distanziert man sich davon. Man filmt die Leute, als wären es Zootiere. Und das fand ich immer ein bisschen unehrlich. Warum will ein junger, männlicher Regisseur gerne eine Doku über Pornos machen? Ich glaube, dass er sich dann auch dafür interessiert. Also ich bin ja groß geworden auf dem Kiez, irgendwie zu Zeiten, wo es noch die Videokabinen gab, die klassischen irgendwie und so, und die ersten Male mit 15, 16 mit den ganzen Jungs auf dem Hamburger Kiez irgendwie so, da haben wir schon mal geguckt, ob wo da so der Frosch die Locken hat, in Anführungszeichen. Es gibt also bestimmte Gerüche und so bestimmte Dinge, die sich da bei mir eingebrannt haben, die ich nicht lecker fand. Aber ich habe halt ein Bild dazu. Und ich habe ja auch irgendwann mal auf dem Kiez gearbeitet, habe in so einem Lack- und Lederladen gejobbt. Ich habe eigentlich offiziell Schuhe verkauft, also so Lederjacken und Schuhe. Da war aber das ganze Programm rauf und runter, was da so der Mensch an Fantasien hat und auch praktizieren kann. Das hatte dann nachher zum Schluss also eigentlich eine gewisse Neutralität. Mhm. So, und das nächste Buch, was Sie planen, habe ich mir zumindest sagen lassen, ist ein Buch übers Älterwerden. Ja, da kann ich auch mitreden. Ja, und wir freuen uns, wenn wir Sie dann zu diesem Thema nochmal einladen dürfen. Dankeschön, ja, gut, dass Sie bei uns sind. Herr König, danke. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Danke Ihnen sehr, auch dass Sie durchlitten haben. Und wir haben anschließend ein wahnsinnig attraktives Programm. Ja, richtig. Der NDR Comedy Contest ist jetzt. Und wir wünschen unseren Zuschauern natürlich jetzt frohe Weihnachten. Also erstmal schönen Nikolaus, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Vor Ostern sehen wir uns nochmal wieder. Und zwar lange vor Ostern, nämlich am 15. Januar. Kommen Sie bis dahin gut rüber und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, vielen Dank.